hart und bitter. Das ist geil. Zart und Bitter ist zurück, die kleine Steuerrückerstattung für unsere Podcast-Fans. Also Zart und Bitter in so eine Folge ist so, als würde man ein bisschen was am Jahresanfang zurückbekommen von der Steuer. Ja, ganz genau so. Hallo. Man rechnet mit was Großem, aber am Ende ist es doch gar nicht so viel, was man dann da zurückbekommt. Ja. Und man hatte vorher viel Arbeit gehabt. Absolut, ja. Michael, ich begrüße dich auch hier herzlich. Willkommen, du bist ja der Typ Turnbeutelvergesser und Beckenrandschwimmer, aber ich wollte nur mal einmal was ablesen, komm. Ist das dann noch? Das ist das Einzige, was ich mir für heute notiert habe. Aus deiner Lokalradiozeit? Nein. Noch so eine Begrüßung. Das habe ich irgendwo aufgeschrieben. Ich dachte, wenn ich dich so ein bisschen lustig jetzt kommt er mit Turnbeutelvergesser und Beckenrandschwimmer. So 2004 waren das so. So die Knaller. Ey, weißt du, kennst du das hier, wenn man das so sagt? Turnbeutelvergesser. Echt? Cool. Körperklaus gab es noch. Krass gedisst. Körperklaus war auch noch so ein Begriff. Kennst du Körperklaus? Er war, glaube ich, sogar mal nominiert für das Jugendwort des Jahres. Ich kannte das Wort nicht, das war mir neu, aber mittlerweile. Ist eigentlich, warum, was ist mit Gendern? Gibt es keine Körper-Claudia oder so? So weit sind die noch nicht. Okay. Also wie gesagt, das ist das Einzige, was ich mir hier notiert hat. Ich wollte dich so ein bisschen abholen, so ein bisschen lustig. Hat mal wieder nicht funktioniert. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Zart und Bitter. Wir haben eine brandneue heiße Folge, frisch aus dem Ofen serviert, bei 210 Grad gebacken von beiden Seiten. Und wir haben ein fulminantes Portfolio an coolen Themen mitgebracht. Stefan? Ich habe eine geniale Astrofrage. Ich war nämlich, also die Astrofrage, die ich gleich präsentieren werde, das muss ich jetzt noch kurz ausführen. Ich weiß, du willst jetzt erstmal. Es brennt mir auf den Nägeln. Ich weiß, du willst jetzt erstmal 3 Stunden durchreden, aber das ist wichtig, damit die Hörer und Hörerinnen auch noch dranbleiben. Damit die wissen, was passiert. Ja, genau. Ich war nämlich, ich war für einen Radiobeitrag richtig krass bei. Im Weltall. Fast, nur so eine Stufe davor. Ich war in so Vortragsreihen über irgendwelche Beobachtungsastronomen, die dann da irgendwie die Galaxien angucken und das Weltall und die Hintergrundstrahlung und so. Und ich habe mich ewig mit denen unterhalten und über ein ganz bestimmtes Thema habe ich mich mit dem unterhalten. Und da stelle ich ja gleich die Astrofrage zu. Und das ist wirklich mal richtig geil recherchiert. Ja. Also das ist jetzt nicht hier so, ich habe mal bei Wikipedia mal kurz durchgelesen, was weiß ich. Ich kenne mich super aus, weil ich immer Harald Lesch höre. Ja, genau. Ich kann zu jedem Astronomie-Thema was sagen. Ob das jetzt alles so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Wir haben übrigens noch Fragen von Almut. Almut will's wissen, haben wir noch dabei. Ehrlich? Und ich habe noch so einen Aufreger. Ja. Micha regt sich auf. Da habe ich leider immer noch keinen Jingle. Aber warum hast du nicht mal einen gemacht? Du hattest 2 Monate Zeit dafür. Stimmt. Ja. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin so im Stress. Ja, ich verstehe. Wir nehmen dann einfach irgendeinen anderen hier, sowas. Zart, bitter, kompakt. Ja. Der ist dann mein Aufreger. Der ist dann Aufreger. Das regt mich schon auf, dass wir so unprofessionelle Stümper sind. Aber ich habe noch die Almut will's wissen Jingles. Herrlich. Okay. Wunderbar. Fangen wir mit Almut will's wissen an? Oder mit der Astrofrage? Die Astrofrage kommt erst viel, viel später. Ich wollte noch was ganz anderes sagen. Ja, genau. Ich habe Armin Laschet verziehen. Ich habe mal in der Sendung gesagt. Du meinst der CDU-Politiker, der sich mal als Bundeskanzler beworben hat. Genau der. Ich habe mal hier. Der wirklich genauso aussieht wie Pistorius. Pistorius heißt oder der. Oder Pistorius. Ja. Oder auch viele nennen ihn auch mittlerweile der Angepistorius. Oh Gott. die Heute-Show will ihren Gag zurück, Stefan. Das gibt Ärger, wenn du den. Nicht die Heute-Show, sondern Ingo Apelt.
Oh nein. Nein, hab ich tatsächlich noch nicht gehört. Wo hört man den denn? Nein, den habe ich nicht geklaut. Hast du aber wieder nur im ersten geguckt? Nein, habe ich nicht geklaut. Du hast nur im ersten geguckt, gib's zu. Nein, du bist so ein reaktionärer Typ, der nur im ersten guckt. Das ist meine eigene Wortkreation. Sieht genauso aus. Ist dir das mal aufgefallen? Die sehen sich verdammt ähnlich. Die sehen sich sehr ähnlich. Ja. Pistorius. Wie heißt er mit Vornamen? Mario Pistorius. Nein. Keine Ahnung. Weil Boris! Den darf man nämlich nicht mit Boris Pistorius. Den darf man nämlich nicht mit Oscar Pistorius verwechseln. Das ist der südafrikanische Sprinter, der so mit so abgetrennten Beinen bei den Paralympics mitgemacht hat und der seine Frau abgeknallt hat im Badezimmer. Echt? Kennst du den nicht? Nee. Da müssen wir mal eine Crime Story draus machen. Ehrlich? Was ist das? Oscar Pistorius. Was du immer alles Südafrika. Woher weißt du sowas? Ja, ich guck nämlich nicht nur hier wie du, nur im ersten, sondern ich guck auch andere Sachen, Du informierst dich auch bei den alternativen Medien, ne? Den sogenannten alternativen Medien. Was sind das? Ja, hier so Astro, was weiß ich. Astro TV. Wie heißt das nochmal? Mittwelten.de oder sowas. Kennst du das nicht? Das klingt aber schon als Mittelwelt.de oder sowas. Das klingt aber schon so ein bisschen nach Reichsbürger. Ja, alternative klar, Medien. Das meinte ich auch damit. Ach so, nee, ja komm. Da ist mir die Luft so schade für, um da was so zu sagen. Mhm. Sollen wir willst du eigentlich wissen, warum ich ihn verziehen habe? Ja, klar will ich das wissen. Ich weiß es selber nicht. Ich habe nämlich ja mal im Talk gesagt, der ist für mich unten durch. Ja, weil der so gelacht hat. Genau, ne? Bei der Flut. Ja. Da war aber irgend so ein ganz ernster Fluttag, so ein Termin. Ja. Und der stand im Hintergrund und hat immer so rumgegeiert. Ja, was heißt immer so rumgegeiert? Das stimmt auch, nicht immer so. Der hat, glaube ich, einmal kurz gelacht, oder? Ja, und er wollte dann auch... Ist aber auch irgendwie gemein, oder? Den da direkt so zu lynchen. Total. Und du hattest, jetzt erinnere ich mich auch wieder, du hattest dich damals total über den aufgeregt. Ja. Und man ist so, was geht gar nicht? Und ich habe den noch verteidigt. Wirklich? Ja, ich habe gesagt, ey, das ist jetzt mal einmal so ein Moment abgegriffen. Finde ich gut, dass du ihn da verteidigt hast. Der hat ja wohl auch da im Hintergrund über irgendwas anderes geredet. Ja. Und natürlich macht er sich nicht über die Flutopfer lustig, ist auch selbstverständlich. Also fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Deswegen, ne? Er hat ist bei mir wieder im Ansehen da, wo er vorher war. Ja, warum? Weil er, ich weiß nicht, durch seine letzten Auftritte und was er so erzählt hat und was er auch darüber gesagt hat, hat das ja auch aufgeklärt, was dann da passiert ist mit diesem Gag. Kriegst jetzt nicht mehr so richtig zusammen. Ich neulich habe ich auch ein Interview mit dem gelesen, das war echt ganz smart. Ja, deswegen, sorry, dass ich damals gesagt habe, er ist unten durch. Ich glaube, das hat ihm dann auch die Wahl gekostet, weil die Zart- und Bitterhörer haben dann... Wir haben ihn zerstört. Ja. Absolut. Mit unserer Reichweite. Komplett zerstört. Das ist der Grund, wieso er nicht Bundeskanzler geworden ist. Machen wir jetzt die Astro-Frage? Oder möchten wir erst Almut machen? Nee, erst Almut. Astro kommt erst. Okay. Das ist ein Spoiler mit. Jingle für Almut. Almut will's wissen. Fragen aus dem Zart- und Bitterarchiv. Können wir das nochmal ganz kurz erklären? Almut ist eine Hörerin, die uns ab und zu Fragen schickt, weil die unseren Podcast sehr, sehr intensiv hört. Intensiv oder sehr gewissenhaft hört. Auch das. Und die merkt sich dann so manchmal so Sachen, die wir so raushauen und die wir auch wirklich fahrlässig raushauen. wo manchmal auch die Sachen wahrscheinlich gar nicht stimmen und so. Und dann fragt die immer so, ja, was ist da eigentlich draus geworden? Ja. Aus dem und dem Thema. Genau. Und sie hat das an unsere Redakteurin Eva geschickt. Ja. Herzliche Grüße auch. Und die hat die Frage nochmal umformuliert. Hat sich übrigens keiner gemeldet bei uns. Warum? Was haben wir denn gemacht? Wir haben ja gesagt, hier, wer Eva mal kennenlernen möchte, meldet euch bei uns. Ja, weil die in Hamburg wohnt und so. Ach ja, ist ja so ein ganz kleiner Ort mit kaum... Da wohnt auch keiner. Ja. Gibt es die Stadt überhaupt noch? Klar. Echt? Ist sie nicht schon im Meer versunken? Noch nicht. Durch diesen Meerespegelanstieg? Ja. Noch nicht. Glaubst du eigentlich an den menschengemachten Klimawandel? Auf keinen Fall. Oder willst du das mal aufklären, was wirklich schuld ist? Auf keinen Fall. Wer wirklich daran schuld ist? Ich glaube, dass der Mars die Erde aufheizt. Das ist die Wahrheit. Aber ich begründe jetzt eine Partei. Die Marsianer. Die Marsianer, ja. Gut. Ja. Die Fragen. So. Michael, überrasch mich. Also, Eva schreibt, lieber Stefan, lieber Micha, aufgrund der großen Resonanz auf Almut will's wissen, reicht die Redaktion neue Fragen in das beliebte Zart und Bitter Q&A mit Bitte und Klärung. Ach, das ist jetzt gar nicht Almut, sondern irgendein anderer.
bin mir gar nicht so sicher. Weil wir haben jetzt den Almut, du willst wissen. Ja, aber das ist ist egal, das ist jetzt die neue Rubrik. Ja, genau. Jeder darf fragen, aber die Rubrik heißt Almut willst wissen. Genau, ist auch gut. Ja. Ey, die arme Almut, haben wir die überhaupt gefragt? Natürlich, sie hat sich doch bei uns gemeldet. Nach ihr nennen dürfen. Sie hat sich doch bei uns gemeldet. Ey, wir machen gerade aus der so eine Ikone. Haben wir die überhaupt gefragt? Will die das überhaupt? Okay. Hier, pass mal auf, der Kater möchte zu dir und du verscheuchst ihn hier mit deiner Chipsdose. Der steht schon wieder so gleich, kratzt der mir hier wieder. Stürzt sich auf dich. Er möchte sich einfach nur da ganz in Ruhe hinlegen. Dein Kater ist auf Kehle dressiert. Hast du den eigentlich so dressiert oder schon so gekauft? Ich habe den so gekauft. Echt? Auf Kehle dressiert gekauft? Ja. Okay. Als Killer, als ausgebildeten Killer. Killer Cat. Okay, ja. So. Erste Frage geht an mich. Ja. Gott sei Dank. Nee, gehe ich drüber, mache ich gleich. Die erste Frage soll an dich gehen. Mhm. Ist Stefans Sohn mit der Penisnase in die Schule gegangen? Wenn ja, wie waren die Reaktionen? Ehrliche Antwort? Ja, ne? Nee, denk dir bitte eine Antwort aus. Hauptsache lustig. Ja, Hauptsache lustig. Okay, ehrliche Antwort. Er wollte mit der Penisbrille in die Schule. Und die Penisbrille, muss man vielleicht noch an der Stelle sagen, wir waren in so einem Karnevalsladen und mein Sohn ist 8 und ich war da, gehe da jedes Jahr hin und er findet das mal total aufregend. Deiters. Genau, und jetzt, und mittlerweile unser Werbepartner, können wir noch mal kurz nennen. Ja, genau. Und mittlerweile findet er das, ist ja schon wieder so alt, dass er da jetzt gar nicht mehr so cool die Sachen findet. Aber eine Sache hat er halt gefunden, diese Penisbrille. Ja. Und da kam er nicht drüber weg. Das fand er so irre, dass es so eine Brille gibt, wo die Nase so ein Penis ist. Mhm. Und dann erst hat er sich die Brille so aufgezogen und meinte so, guck mal Papa, das ist voll die lustige Nase. Und dann meinte ich, dann hat er diese auf die Brille mit diesem riesen Penis. Und dann meinte ich so, Max, das ist ein Penis. Und das fand er so mega lustig. Und dann musste ich die kaufen. Und das sah echt brutal aus. Ja. Du hast die gesehen, ne? Habe ich gesehen. Das war sexuelle Belästigung. So ein Ding. Das anziehen. War auf dem Video, was wir da gemacht haben. Ja, genau. Ja. Und dann wollte er die wirklich auch in der Schule anziehen, weil er meinte, das ist ja so lustig. Ich hätte ihn auch damit nicht gehen lassen. Und wir haben gesagt, nee, ja. Du kannst da nicht mit rein. Das geht nicht. Ja. Ey, der hat so eine junge Lehrerin, die ist irgendwie 25. Das hätte eine Klassenkonferenz gegeben. Und dann rennt er da mit so einem... Das war ja noch nicht mal so ein lustiges kleines Schniedelchen. Das war eine richtige. Weißt du, so ein Kinderschniedelchen hätte ich noch gesagt, ist ja noch irgendwie lustig. Oder? Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, ne? Okay, stopp. Können wir das bitte rausschneiden? Nein, ich rede mich um Kopf und Kraft. Wir sind der No-Cut-Talk. Okay, der No-Cut-Talk. Aber es sah schon so richtig fleischig, echt anatomisch korrekt aus. Ja, ja. Da war jetzt keine Ebene, wo man sagen kann, da ist ein bisschen was. Wo ist der Gag? Ja, wo ist der Gag? Genau, ne? Genau. Das war einfach nur so... Möglichst realistische Pimmelnase. Ja. Furchtbar. Aber es gibt Leute, die finden das an Karneval schon... Total. Ja, gut. Ja, ich weiß nicht. Ja, geh mal hier... Ist das so, macht man das so mittlerweile? Zieht man sich so ein Ding an und geht auf... Pause? Geh doch mal ins Brückenforum an Karneval. Da wirst du, kommst du ohne gar nicht rein. Die haben alle so eine Penisbrille da an. Alle. Da gibt's Peniskontrolle am Anfang. Ja, und die lernen sich, die daten sich auch so mit Penisbrille und so. Ja. Das ist... Da kann man ja auch schon quasi so mit einem Silikonabdruck das in die Nase, das ins Gesicht hängen, was einen dann später auch erwartet. Ja. Das ist so das neue Art Tinder irgendwie. Ja, es ist absolute Transparenz. Real Penis Abdruck Tindern oder ja, was. Ja, das ist... Damit die Leute wissen so, wen date ich hier? Oder Radical so. Transparency. Positive Sex, wie nennt man das mal? Sex Positivity. Sex Positivity. Ja. Okay. Okay, ich würde das aber auch Sex Positivity nennen. Okay. Nächste Frage. Ja. Werdet ihr jetzt öfter Videos machen? Kann ich beantworten? Stopp! Erste Jingle. Knallharte Infos aus dem Zart- und Bitter-Archiv. Zart- und Bitter-Hörerin Almut will's wissen. Okay. Aber wir sind ja schon mittendrin. Der kommt ein bisschen später. Der kommt vor jeder Frage. Der kommt doch nicht vor jeder Frage, es sind 5 Fragen. Ist doch geil, wir müssen auflockern. Nein.
Bitte nicht noch mal den Jingle abspielen. Okay. Danke. Alles klar. Werdet ihr jetzt öfters Videos machen? Kann ich beantworten? Leider nein. Und es liegt eindeutig an Stefan. Er hat keine Zeit dafür. Nächste Frage. Also wenn die Crowd unbedingt noch ein paar Videos haben will. Dann machen wir eins pro Woche, oder wir was? Wir machen mindestens eins pro Jahr. Mindestens. Okay. Frage an mich. Ja. Micha, nochmal zur Baumpatenschaft. Hast du den Umfang deines Baumes gemessen? Ist wieder so eine Penisfrage, ne? Oh, sorry. Nee, nicht unbedingt. Ja. Hast du den Umfang deines Baumes gemessen und wenn ja, was ist dabei herausgekommen? Sorry jetzt für diese Anzüglichkeit. Haha, ja. Umfang gemessen und so. Lustig. Haben wir so ein geht gar nicht, Jim? Haben wir nicht. Brauchst du ja nicht zu suchen, den haben wir nicht. So unterirdisch. Den haben wir nicht. Okay, ja. Haben wir nicht. Also, ja, ich habe den Umfang des Baumes gemessen. Ja. Kürzlich noch. Und ja. Als ich den vor 3 Jahren übernommen habe in meine Obhut, war der Umfang des Baumes 88 Zentimeter in einer Höhe von 1 Meter. Ja. Und jetzt, was glaubst du? Hat er zugelegt. Hat zugelegt, ja. Ehrlich? Ja. Wow. 2 Zentimeter. In 2 Jahren gewachsen? Ja, in 3 Jahren ungefähr. Umfang wow. zugelegt. Sieht man natürlich mit dem bloßen Auge nicht, aber ich war ja. total überrascht, dass er jetzt auf 90. Aber, also mein Umfang hat in 2 Jahren mehr als 2 Zentimeter. Also so ein Baum, der wächst, der ist schlanker. Der hält besser sein Gewicht. Ein Baum kann seine Figur besser halten als du. Ja. Auf jeden Fall. Der ernährt sich aber auch besser. Ja, von Wasser und ja. das war's. Und, aber da liegen auch manchmal so Zigarettenkippen im Blumenbeet. Aber die hole ich ja dann da raus. Das ist klasse. Ich habe noch einen coolen Jingle, der würde jetzt passen, weil wir so viel über Umfang und Penisbrille geredet haben. Über Umfang und Penisbrille und sowas geredet haben. Ich dachte so zum Zart Auflockern. Und bitter. Ja. Oder? Die Gurke ist unendlich entwässernd. Ne? Also morgens sich als erstes so eine Gurke durch einen Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar. Ne? Zitrone, ne? Ist hervorragend. Ne? Okay, das ist die Moderatorin. Ja. Also diese Klaviatur von solchen Sounds und Einspielern, das ist einfach, das macht diesen Talk auch so besonders. Ich muss dich aber jetzt leider dissen. Wir kommen mal wieder auf die Spur. Ich muss dich leider dissen, Stefan. Ja. Weil du den falschen Jingle zuerst und dann bist du aber so profimäßig da rangegangen, um es dann später so rauszuschneiden. Das schneide ich raus. Dass du das dann nochmal so gesagt hast. Ja, genau. Ne? Aber genau diesen kleinen Fehler wollen die Leute doch unbedingt hören. Ach so, du meinst, wir lassen das jetzt so? Ja, genau. Echt? Ja. Boah, das ist ja total schlecht, ey. Ja, aber es wäre ja normalerweise rausgeschnitten, deswegen hast du nochmal diesen neuen Ansatz gewählt. Ja. Und bei uns gibt's Radical Transparency. Und deswegen, aber hey, Michael, ich überlege gerade, ob wir nicht komplett neu anfangen bei der Folge. Sind. Das geht ja. Wir starten die Folge nochmal komplett neu. Unter der, wir sind immer so, die Messlatte ist so unten irgendwie. Wir müssen jetzt mal ein bisschen intellektueller werden. Ich habe wirklich in letzter Zeit so viel Lanz und Precht gehört. Und da will ich hin. Lanz und Precht ist unser Maßstab. Das ist so inhaltlich, das hat so viel Substanz. Ja, aber wenn wir doch solche Fragen geschickt bekommen mit Penisbrille, was soll man denn sagen? Ja, okay. Wir müssen die beantworten. Ja, Almut will's wissen. Ja, okay, alles klar. Dann machen wir weiter. Haben wir noch Fragen? Ja. Habt ihr noch mal was von Mandy Graf gehört und wart ihr mal in Luxemburg? Kannst du dich noch an sie erinnern? Ja, klar. Das war so eine... ein Model, das bei Deutschland sucht das Supermodel oder so mitgemacht hat. Ne? Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum. Mhm. Und ja, wir haben gar nichts mehr von dir gehört. War unser erster Gast. Ja. Und ja, was wir gehört haben, sie hat uns immer ein Bild geschickt für unseren Zart- und Bitter-Kalender. Mhm. Ja? Und was wirklich cool war. Dafür hat die unseren Pulli an oder so. Ne? Ja, den ich ihr geschickt habe. Und nee, das ist ein T-Shirt. Ja. Wie nennt's? Ach, Porto nennt sich das, wenn man was verschicken will. Das war nur so unfassbar teuer. So nennt man auch eine Stadt in Portugal. Stimmt. Ja. Was du alles so weißt. Krach, ne?
dass du von Porto dann direkt auf Portugal kommst. Keine Ahnung. Wie so ein, du nicht? War wie so ein Medienprofi. Total. Diese Assoziation. Ja, deine Assoziationsfähigkeit. Das ist es wäre geil, wenn man in Porto kein Porto zahlen muss. Wer weiß. Oder? Keine Ahnung. Probier doch mal. Das wäre geil. Ja. Wir schicken mal so ein Paket nach Porto. Genau, und dann gehen wir zur Post und sagen, dafür bezahle ich kein Porto, weil das geht ja. Das geht ja schon am Porto. Und dann sagen die, oh, wissen Sie was, für den Gag geht das jetzt auf uns. Zahl zur Post, weil sie so witzig sind. Sie hat ja gesagt, wir sollen mal vorbeikommen, sie hat Pferde und ehrlich? Sowas. Ah, ja, hat genau, es ihnen Talk gesagt. Haben wir aber nie wieder. Haben wir nicht geschafft. Ja, vor allen Dingen, das sagt man ja mal so lapidar. Und ja, wenn man, ich glaube nicht, dass wenn wir wieder ernsthaft genau. Jetzt bei der vor der Tür ständen, ob die das wirklich so cool richtig. Finden. Richtig, wenn man dann sagt, wieso, das hast du doch gesagt, wir können mal vorbeikommen. Ey, wir sind deine beiden Geeks, ja. Zart und bitter. Ja. Du hast uns bestellt. Und das war dann so. Und ja, wir sind hier, und du musst noch nicht mal Porto zahlen. Wir stehen jetzt vor deiner Türe. Geil. Porto frei. Ja, nee. Ja. Ja, wir waren nicht bei ihr, aber ich war in Luxemburg auf einem Konzert von Gojira. Ja. In, wie hieß die Stadt nochmal? Port, Luxemburg. Ja, da gibt's noch eine. Luxemburg ist, doch ein, Luxemburg ist doch eine Stadt. Ja. Ist doch ein Stadtland. Das ist irgendwie, ne, ist kein Stadtstaat. Doch. Luxemburg. Luxemburg ist ein Luxemburg und es gibt nur eine Stadt in Luxemburg. Ja, Luxemburg, oder? Nee, das ist, wäre zum Beispiel. Ist das nicht so? Bei Bremen ist das so. Ehrlich? Aber bei Luxemburg, das ist ein Fürstentum. Ja. Und da drin gibt es auch eine Stadt, die auch Luxemburg. Luxemburg. Es gab mal so einen Brasilianer, der hieß Luxemburgo. Der echt? War Fußballspieler. Ja. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Kommt mir gerade so bekannt vor. Und kann da ich drin mich daran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, es gab mal einen brasilianischen Fußballspieler, Nationalspieler. Ja. Und der war auch studierter Mediziner. Und jetzt, den kommt haben Gag, jetzt kommt ein Gag. Nee, der gar ist nicht. El Dento, oder nee, wie nee, hieß der? Nee, den haben wir immer alle nur genannt El Doktor. Das, okay. Das war nicht geil. Und der hat ziemlich gut gespielt. Ja? Und das war El Doktor. Okay. Ja. Gut. Okay. Jedenfalls in dem Fürstentum Luxemburg gibt es eine Stadt, die heißt Luxemburg. Ja. Und ich war in der Stadt Esch und da gibt es die Rock Hall und da habe ich Gojira gesehen. War sehr gut. Wahnsinn. Ja. Okay. Noch eine Frage. Ja. Können wir mal wieder... Nein, kein Jingle, bitte. Ja, aber ab und zu... Wir ja, aber es sind so viele. Musikalische Elemente. Okay, ich mach's nur ganz kurz. Okay, ganz kurz. Almut will's wissen. Das war's schon. Cool. Lux. Stefan, wie geht es mit dem Bandscheibenvorfall? Hast du dich davon erholt? Jein. Danke für die Beantwortung der Frage. Geile Antwort. Ich gebe ne? direkt die nächste Frage an dich. Mal, soll ich noch ein bisschen tiefer? Nein, das reicht. Okay. Aber hier kannst du ein bisschen mehr zu sagen. Ist Stefan jetzt bei OnlyFans? Nö. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Ja. Als Einnahmequelle. Wenn ich damit echt Geld verdienen würde, würde ich das auch machen. Aber ich werde damit kein Geld verdienen. Das wird nicht funktionieren. Ja, aber wir haben ja einige Hörer. Ne? Du meinst, mit den 7 Hörern kann ich richtig Geld verdienen, oder was? Also wir haben allein 1400 Abonnenten bei Crime. Und wenn ja, du aber da die wollen auch nicht Stevie Kern bei OnlyFans sehen. Vielleicht. Was soll ich denn da für Bilder machen? Wie ich so gerade in so einem Mord liege oder was? Nein! Du gehst Rasenmähen mit nacktem Oberkörper. Und spiel dann, mach dann so eine Szene, wie ich so vom Rasenmäher überfahren werde. Das hat ja dann nicht Sinn. Und dann bin ich so, ist das so ein Crime? Du musst ja keine Crime-Fälle so nachstellen. So mit Prime-Oberkörper, so ein Sex-Crime-Fall. Die Leute wollen ja einfach nur Content von dir sehen. Ja. Und dafür Pain. Trinkgeld. Wie nennt sich das? Okay. Weiß nicht. Ja, also ich hab mal drüber nachgedacht. Donations, so heißt das. Ich denke nochmal drüber nach, ja. Micha. Okay. Aber ich weiß nicht, ob man so mit Ende 40... Stefan, du hast den Body, du hast die Attitude... Okay, Marco, du hast mich überzeugt. Okay. Ich mache jetzt hier meine zweite Karriere starte ich. Ja. Ja. So, letzte Frage geht an mich, die habe ich schon gesehen. Ja. Ja. Wo steht's denn hier? Ich habe die doch gerade gesehen. Ach, was ist aus Michas Macaron-Backkünsten geworden? Okay. Erinnerst du dich daran? Ich war mal in Paris, ja. Habe Urlaub gemacht und habe Macaron oder Macarons gebacken. Macarons und Macaroni oder was? Keine Ahnung. Backkünste. Macaron, ja. Diese bunten, kleinen
Gebäckdinger, ach ja, wo stimmt. In der Mitte so was Cremiges ist. Ja, ich erinnere mich so dunkel. Ja. Hm. Und da war ich auf einem Kurs und habe gelernt, wie man die backt. Ja. Und als ich da, es hat total gut funktioniert und es war ein schöner Backkurs. Hm. Und als ich da war, habe ich gedacht, hey, das ist eine super Dating-Idee, wenn man mal jemanden kennenlernt und sagt, ja, angenommen, du hast da schon so das ein oder andere Date gehabt und du möchtest dann die Person auch mal zu dir nach Hause einladen. Ja. Wie würdest du vorgehen? Ne? Und wenn man dann sagen würde, hey, komm doch morgen Nachmittag mal vorbei, wir backen zusammen Macaron, zeige ich dir, wie das geht, ich war da mal auf so einem Backkurs, habe ich so in meinem Kopf gedacht, das wäre eine coole... Ja, und dann stellst du dir so vor, wie man in so einem super geil ausgeleuchteten Werbespot so lachend mit deiner... neuen Bekanntschaft an so einem, hier in der Küche stehst und dann so ihr euch so mit Mehl bewerft und dann so und das ist dann alles super romantisch. Ja, so ungefähr. Ja, genau. Das muss jetzt nicht genauso, aber irgendwas muss man da anbieten. Ja. Ich sag ja nicht einfach, komm zu mir nach Hause und leg dich in mein Bett. Ja. Stimmt. Ne? Ja, du brauchst auch eine Story. Auf jeden Fall. Genau. Da musst du auch, du kannst nicht einfach sagen, hier. Und der Weg Klamotten ist das Ziel. Du musst eine Story aufbauen. Ja, und man, ja so, hier, ich backe so. Und man möchte auch gucken, ob das dann so harmoniert, wenn man da sowas zusammen macht. Absolut. Und wenn man sich da schon streitet. Du bist auch nicht nur ein Objekt. Richtig. Du hast auch Gefühle. Ja, absolut. Und willst einen Menschen kennenlernen, oder? Und wenn man sich beim Zuckerabwiegen schon in die Haare kriegt, dann kann man es auch sein lassen, oder? Absolut. Ja. Dann kannst du eigentlich nach dem Zuckerabwiegen direkt da auf die Tür. Da ist die Tür. Das war's. Ich back meine Macaronis alleine. Ja. Also ich habe. Oder meine Macrons. Ich habe mir. Wie heißen die? Macaron. Macaron. Ja. Okay. Das S ist stumm am Ende, wie bei Croissant. Ich weiß. Ich bin ein halber Franzose. Ja. Finde ich gut. Aber das heißt nicht Macaron, sondern das heißt Macaron. Ja, okay. Das ist wichtig, dass du da. Ist gut. Du musst in diesen französischen. Gustus. Duktus. Duktus, heißt es, reinkommen. Jedenfalls habe ich mich aber entsprechend vorbereitet. Yeah. Ich habe ein Thermometer gekauft, wo man mit so einem Metallstab so eine Flüssigkeit zum Beispiel punktuell messen kann. Kenne ich, als mein Sohn Fieber hatte. Nee, 3 Monate alt war. Ja. Da hat er noch die Flasche bekommen. Ja. Ah, genau und, so was ist das. Dann wurde bei uns zu Hause immer mit diesem Stabthermometer die Temperatur gemessen. Auf 36 Grad oder auf was? 36, keine Ahnung. Ja. Weniger, glaube ich. Weniger? Ja, bei 36 ist viel zu heiß. Echt? Also ja, Körpertemperatur. Oder? Ja, das musste dann so auf den halben Grad genau alles stimmen, weil. Ja, und beim Backen ist es genauso wichtig. Da erhitzt man irgendwie Zitronensaft mit Zucker oder so und das darf nicht zu heiß werden. Okay, da habe ich mir dieses digitale Ding da gekauft. Ja. Dann habe ich mir hast du nie wieder angefasst? Dann habe ich mir eine... Lief hier in der Schublade, nie wieder rausgekommen. Genau so ist es, ja. Und ich erzähle es noch ganz kurz. Statt mal auf irgendein Metal-Konzert zu gehen, solltest du mal hier deine Macarons backen. Ja, ich habe mir so eine Silikonmatte gekauft. Ja. Die hat so Ringe. Ich dachte, Silikonmaske. Das hört sich jetzt echt an. Ich habe mir so eine Silikonmaske gekauft. Also, wieso? Was wurde ist noch das? Matte schnell drauf. Was? Ja, und dann dachte ich, du stehst hier jetzt irgendwie mit so einem Die Zip, braucht man auch dafür, mit so oder einem was? Leather-Zip-Face und backst so französische Kekse. Ah, die brauche ich nicht dafür. Weil du so irgendwie Eine Silikonmatte. Silikonmatte, okay. Und da kommen mit einer Spritztüte. Oh mein Gott. Mann, das ist wirklich so. Das geht mir in Richtung Silikonmaske, Spritztüte. Ey, was bist du für ein Freak? Ich habe mir diese Aufsätze für die Spritztüte gekauft. Ich habe mir die Silikonmatte gekauft. Ich habe mir ein Thermometer gekauft. Ich habe mir eine kleine Digitalwaage gekauft. Yeah. Und ich habe mir zum Beispiel auch echtes Mandelmehl. Ja. Das muss wirklich ganz besonders sein. Entfettet, eine besondere Körnung, was weiß ich. Mandelmehl ist nicht gleich Mandelmehl. Und ich habe mir Pistazienmus ich glaube auch bestellt sogar. Ja. So eine kleine, also man braucht ja sehr viele Pistazien und daraus Pistazienmus. Das kommt dann so in die Mitte. Ja, ne? Diese cremige Füllung. Da wird doch dann Marzipan draus, ne? Nee, nicht aus Pistazien, nicht aus Aprikosenkernen oder so. Nee. Haselnüssen. Mandeln, genau, das war's. Ja, ja. Gemahlene Mandeln ergeben Marzipan. Ja, mit Zucker. Warum eigentlich? Verstehe. Ja, warum denn nicht?
Ja, das ist voll komisch. Zwei Wasserstoffatome ergeben ein Heliumatom. Ja, warum? Das kannst du nicht vergleichen. Ich denke nur, das ist halt irgendwie. Aber das ist eine Fusion von Mandel und Zucker. Mandeln schmecken überhaupt nicht wie Marzipan. Und Zucker auch nicht. Aber wenn du die beiden zusammenfügst, kommt da Marzipan raus. Es schmeckt irgendwie voll intensiv und anders. Ja. Und das finde ich irgendwie komisch. Wie zwei Wasserstoffatome, die ein Helium ergeben. Ja. Ja, ja, aber es wird was völlig Neues draus irgendwie. Der Wahnsinn. Statt dass das wie so ein Mix, es könnte ja auch schmecken wie süße Mandeln. Schmeckt ja nicht. Okay. Sondern es schmeckt wie Marzipan. Übrigens, Arsen schmeckt auch nach Mandel, nach Bittermandel. Echt? Wenn du das mal so in einem Getränk schmeckst, will deine Frau dich vergiften. Also, Obacht. Ich werde demnächst sehr genau aufpassen. Ich lasse sowieso zu Hause nichts offen stehen. Weil das viel zu gefährlich ist bei meiner Art von Beziehung. Okay, jedenfalls habe ich diese Sachen gekauft und auch die dieses Pistaziencreme, Pistazienmousse. Ja. Wirklich was ganz, ganz Feines und Besonderes. Und ich habe sie letztens weggeworfen, weil sie schon lange abgelaufen war. Ich bin leider nicht dazu gekommen oder es hat sich nicht ergeben, jemals wieder Macarons, weder alleine noch zu zweit zu backen. Okay, dann ist das hier der ultimative Aufruf, liebe Zart- und Bitter-Hörerinnen, jetzt. Ich habe es weggeworfen, es gibt keinen Pistazienmarkt mehr. Okay, aber du hast ja noch deine Silikonmatte. Die Ledermaske habe ich noch. Ja. Die Silikonmatte und da kannst du ja durchaus nochmal eine Hörerin einladen, mit der du hier diese Macarons backst. Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Okay. Es gibt keine Macaron mehr. So, die sind beendet, die Fragen. Die Fragen sind beendet. Mhm. Mir ist da nur ganz kurz was eingefallen, weil ich hatte gerade Lanz und Precht erwähnt. Und jetzt erwähnst du sie schon wieder. Jetzt erwähne ich sie schon wieder und ich will auch keine Werbung für einen anderen Podcast machen, wobei der... Obwohl sie es bitter nötig hätten. Ja, ne? Es ist immer so verzweifeltes Rumhören. Was, kennst du das nicht so, wenn du so andere da auf Spotify oder so rumsuchst und denkst dir, gibt es mal irgendwie einen interessanten Talk oder so? Und oft ist es so, dass ich nachts irgendwie aufwache oder ich kann nicht einschlafen oder dann nicht wieder einschlafen oder so und dann liege ich da immer. Ja. Und ich schlafe total gut ein, wenn ich irgendwas höre. Ja. Weil ich, wenn ich das nicht mache, dann kreisen sich meine Gedanken. Ja, ich höre immer Harald Lesch. Wie kann man das denn hören? Auf YouTube. Der hat. Aber das ist doch ein Film, das ist doch gedreht mit Bildern. Ja, das kann man ja trotzdem hören. Ja, aber fehlen da nicht die Bilder? Nee, ne? Geht das ja, aber nicht? Das ist ja. Er sitzt da einfach nur in so einem Raum. Ach in so einem Raum und sagt. Das heißt, du brauchst die Bilder gar nicht, oder? Ja, du brauchst die Bilder nicht. Und er sagt dann: Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. So fängt das immer an. Das ist seine Sendung. Da gibt's, er sagt es genauso. Da gibt es 200 Folgen von. Echt? Ja, und der sitzt da immer nur in so einer Schulklasse. Das hat Ende der 90er angefangen, dieses Format. Und er sagt dann, nein. Heute muss ich mal mit Ihnen über ein ganz besonderes Thema sprechen. Warum dreht sich der Mond? Und das wiederholt er dann auch so. Und dann geht er so zur Tafel und schreibt das dann da so auf. Und dann hört man dann die Kreide so, warum dreht sich der Mond? Und dann, ja, warum dreht er sich denn? Ja, der Mond ist ein Himmelskörper und Himmelskörper drehen sich. Aber warum? Warum? Ey, wir gucken da hin, aber wir sehen immer nur eine Seite vom Mond. Trotzdem dreht er sich. Aber dreht er sich wirklich? Und dabei kannst du dann schlafen. Ja, ich liebe es. Okay. Ja, ich finde Harald Lesch auch irgendwie cool. Ja. Ist ein guter Tipp, muss ich mir mal merken. Aber ich, wie gesagt, höre immer irgendwelche Podcasts. Ja. Und ganz gut einpennen tue ich bei Lanz und Precht. Mhm. Weil... Ich höre auch manchmal rein, weil ich zu. Gar nicht mal... Ich glaube, ich weiß warum. Weil, also wenn ich jetzt einen anderen Podcast hören würde, irgendwie so, was weiß ich, Hackfleisch, wie heißen die da? Die sind so aufgeregt, ne? Das ist alles zu schnell und so aufgeregt. Und ich brauche so ein bisschen Einschläfern. Ja. Und das meinte ich ja schon gerade eben... Die sind ja so intensiv und die und der Precht, was muss man wirklich mal sagen? Ich meine, der Precht wird von so vielen Leuten gehasst. Oder weil er so Oberlehrer und so super smart und alles weiß und so. Aber es ist einfach interessant. Der weiß echt super. Der weiß viel. Halt schon was. Das ist ja, schon klar. Echt interessant. Ja. Und dann kann er immer zu jedem Thema so total viel ausholend was erzählen und so. Und ich bin da immer echt super geil. Es liegt da auch und dran, die lernen ja auch Leute kennen, die dann was erzählen. Ja, das könnt ihr dann wieder wiedergeben. Total anders. Ja. Wir sitzen hier irgendwo in unserem. Wir lernen ja keinen kennen. Wir sitzen hier irgendwo am Rhein, genau. Ja. Und
Ach, der Lanz, der so, ja, ich war gestern mit Bill Gates und vorgestern mit, keine Ahnung wie. Also der kann dann auch viele Anekdoten erzählen. Aber was ich mir erzählen wollte ist, dann schlafe ich während die Reden ein. Und träumst das dann weiter, dass ja, du dann, dann in dem nee, Studio sitzt. Genau, und dann habe ich, dann träume ich immer so und dann tauchen diese meinen Träumen weiter auf. Ja. Das ist voll abgefahren. Und ich habe dann neulich irgendwie geträumt, dass ich mit denen zelten war. Und dann lag ich so im Zelt mit denen und neben mir der Lanz und auf der anderen Seite der Brecht. Ja. Und ich lag so in der Mitte und die haben die ganze Zeit über mich rüber gelabert. Und ich so, ey, Alter, könnt ihr mal aufhören zu labern? Ich will pennen. Und das habe ich dann alles so geträumt. Und die haben dann immer so weitergelabert. Ja, aber das haben die dich denn damit eingebunden? Dann in den Talk? Nee, das nicht. Okay. Weil der lief ja immer. Ja. Also ich habe diesen Podcast in meinen Traum eingebaut. Mhm. Und dann ging der Traum auch noch weiter. Dann sind wir irgendwie in so eine Mensa gelaufen und haben da gegessen und die haben, während wir gegessen haben, immer weiter gelabert und dann habe ich die irgendwann verloren und dann bin ich zu so einem anderen Stehtisch gegangen und da saß Böhmermann. Ach. Ja, und ich zum Böhmermann so, ey, ich suche den Lanz. Weißt du, wo der ist und so? Und dann hat der Böhmermann nur so zur Seite gezeigt und meinte, hier, meine Mutter weiß das. Die Mutter vom Böhmi war auch da. Mutter von Böhmermann. Und dann hat die Mutter von Böhmermann mich so angeguckt und fing so an zu reden mit mir, mit der Stimme von Lanz. Das war total schreck. Ja. Und dann redet die so mit der Stimme von Lanz. Weißt du, so eine Horrorvorstellung für dich wäre ja auch eine, das nur mal angenommen, du würdest dann, das wäre ein Traum so zum Beispiel, es würde dann so Schnipp machen und du würdest dann mit Lanz und Brecht in ihrem Studio dann da sitzen. So wie man das da auf dem Podcast-Foto von denen halt auch sieht, wie die sich da so gegenüber. Und da würdest du dann da mit erscheinen und du wärst live. Und dann würden die dann so sagen, ja, wir haben jetzt hier auch so einen Experten für den Nahostkonflikt. Stefan, erklär uns doch mal irgendwas. Und dann müsstest du dann irgendwie Stellung beziehen zur Situation im Donbass oder warum Putin und Nawalny, wie das in Binnenverhältnis in Russland ist, irgendwie sowas. Ja. Und du musst dann da auspacken. Oder du bist bei Ronsheimer zu Gast. Kennst du den Talk? Ja, ja klar, den höre ich mir auch manchmal an. Da kann ich aber auch nicht so gut einschlafen. Ja, er hat auch nicht so eine gute Stimme. Die Stimme von Paul Ronsheimer ist nicht gut zum Einschlafen. Und der ist mir zu krawallig. Der ist doch nicht krawallig. Oh, der hat neulich... Wo ist denn der krawallig? Brecht ist krawallig. Nee, der Brecht ist so so ein monologisierender Wissenspool. Und der Ronsheimer, der... da habe ich neulich einen Talk gehört mit diesem SPD-Typ. Lars Klingbeil. Nee, so ein anderer, der so eine komische Stimme hat und den finde ich irgendwie so irgendwie unsympathisch. Von der SPD? Ja, so ein SPD-Typ. Ah, Karl Wegner. Nee, ziemlich links. Ralf Wegner. Ralf Stegner. Ralf Stegner. Ja, genau. Und der hatte irgendwie wer so eine, ist Karl Wegner? Ja, und der ist ja auch so, der ist eigentlich... Furchtbare Stimme. Furchtbare Stimme und ich finde den auch irgendwie so ein bisschen komisch. Ja. Und ey, weiß nicht. Und der hat... Ich kann den nachmachen. Und der Stefan, ich kann den nachmachen. Ernsthaft? Mach das mal. Er sagt dann sowas wie, nee, das muss man ja schon mal unterscheiden. Das, genau. Ich hab das jetzt gar nicht gesagt und da will ich auch mal klar sein. Ich will jetzt hier nicht irgendwie, ich bin weit davon weg, Putin zu verstehen oder das zu gut zu heißen, aber man muss auch mal dahinter gucken und irgendwie so. Ja, ist ja, schon ne? Nicht schlecht, ja. Nicht schon, das geht in die Richtung. Und der vertritt halt diese Meinung, dass man keine Waffen in die Ukraine schicken sollte. Nee, Moment, ich habe nie gesagt, dass man keine Waffen in die Uhr, man soll. Ja, und dann und dann hat der Ronsheimer halt den immer angegriffen und hatte gesagt, so, ja, aber wenn sie keine Waffen dahin schicken, dann sagen sie ja, dann sind sie aber einverstanden, dass die Russen dann dieses Land im Prinzip übernehmen sollen. Ja, wir müssen ja einfrieren müssen wir das. Ja, und die sagen, nein, so meine ich das so nicht. Und dann, aber sie haben doch gesagt, er soll eingefroren werden. Da habe ich nicht gesagt. Ja, aber Ihr Parteikollege hat das doch gesagt. Er ging ständig nachher. Und ich glaube, der hat 2 Stunden lang auf den eingeprügelt. Und ich finde das ja immer teilweise immer auch ganz geile Action. Ja, geil, der Typ wird gegrillt. Jetzt. Lass ihn doch mal in Ruhe, er weiß es selber nicht. Aber redet doch mal über was anderes. Irgendwann dachte ich mir so, ey, jetzt reicht's endlich. Ja. Komm, der Stegner ist fix und fertig, lass ihn mal in Ruhe. Und das war mir echt alles too much, da konnte ich nicht bei einschlafen. Ja, aber warum hat er denn genau... Ich kann auch sowieso nicht bei... Wenn der Stegner redet, kann ich auch nicht einschlafen. So habe ich das nicht gemeint. So mach ich nicht. Ja. So,
Jetzt haben wir auch noch Traumstunde gemacht. Eine Sache muss ich jetzt aber auch nochmal erzählen. Neulich, jetzt klingst du ein bisschen... Genau, ja. Wenn du dann so einpennst... Ja. Und die Podcasts laufen immer weiter. Ja. Und dann manchmal laufen die stundenlang und ich penne dann so die halbe Nacht und höre dabei noch irgendwie Podcast. Ja. Und dann wechseln die ja immer so weiter. Und dann kommst du dann immer in so neue Podcasts. Ja, der spürt dann immer was Neues rein. Ja. Ne? Ja. Und dann irgendwann bin ich morgens aufgewacht mit Hotel Matze, ja. Till Schweiger. Und da ging und da wachte ich so auf, wie so ein Typ meinte so... Ins Ohr nuschelt. Ja, nee, da meinte so ein Typ, ich wusste ja gar nicht, was da läuft. Ne? So eine Stimme so, hast du eigentlich ein Problem mit Alkohol? Und dann so eine andere Stimme, so total tief. Yeah. Ich sauf manchmal gerne. Ich sauf auch manchmal zu viel, das ist ein Problem, aber... Hab ich im Griff. Okay. Und das war auch wieder so ein Traum. Und dann hatte ich irgendwie so geträumt. Wie, das war ein Traum? Ja, ich habe ja noch geträumt, während ich das gehört habe. Aber das war schon echt, was du gehört hast. Ja, das war Till Schweiger. Ja, ja. Bei Hotel Matze. Ja. Und in meinem Traum war das dann irgendwie so ein, keine Ahnung, da stand ich irgendwie an so einer Pommesbude, hat mich so ein Typ vollgerülpst. Er hat so nach fettigen Pommes gestunken. Okay. Und an der Pommesbude meinte der so, ich habe kein Problem mit Alkohol. Und dann bin ich so aufgewacht und dachte, ey krass, das ist ja ein Talk mit Till Schweiger. Kann ich übrigens sehr, das mich, ich empfehle echt, ist ja eigentlich bescheuert, dass ich andere Podcasts Hotel Matze hat uns noch nie empfohlen. Nee, auf keinen Fall. Aber der Talk mit Till Schweiger ist schon ganz interessant. Okay. Ja. So, also Traumstunde-Jingle musst du reinmachen. Traumstunde-Jingle und erstens das und einen kleinen Break, oder? Nee, es gibt keinen Break. Keine Zeit für einen Break. Ey, wir müssen uns mit Musik, die Leute müssen aufgelockert werden. Was denn okay? Für eine Musik? Ja, einfach so ein Break halt. Was ist eigentlich das nächste Thema? Astro? Okay, ich mache einen kurzen Jingle und dann kommt die Astro-Frage. Denk daran, wie ich in der Schule zuerst den Buchstaben D kennenlernte. Der dicke Dieter drückt den dummen Dieter durch den dicken Dreck. Das war so die erste Assoziation, die ich bekam. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an! Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Yo, Michael. Ich habe noch was vergessen zu sagen. Ja. Ich bin auch auf anderen sozialen Medien unterwegs, ne? Mhm. Zum Beispiel BeReal. Okay. Ja. Habe ich noch nie von gehört. Ja, das ist so ein Scheiß. Genau. da kann man irgendwie ein Foto am Tag machen und da wird man dann so dran erinnert. Und dann hat sich mein Handy gemeldet und das ist ja, auch... Okay. Und das ist auch so mit Spotify verbunden und so. Ja. Und da hat sich mein Handy gemeldet, mach jetzt ein BeReal, du hast 2 Minuten Zeit dafür. Ne? Ja. Und da habe ich auf draußen in der Sonne gelegen. Ne? Und da habe ich so ein cooles Foto von mir gemacht, so Selfie, Hand ausgestreckt, Kappe, Sonnenbrille, hier so nackte, muskulöse Arme und so, ein cooles BeReal. Und dann so ein OnlyFans-Bild. Ja. Nein, das nicht. Ne? Okay. Ja, ganz normal. Hm. Aber schon ein bisschen cooli, ne? Ja. Und dann, so, ey, geil. Und dann ist das dann gepostet und dann wurde das dann abgeschickt und dann habe ich dann meinen eigenen Post gesehen und da war dann dieses Foto und dann stand da unten drunter, weil das mit Spotify verbunden wurde. Ja. Weil wurde das mit Spotify verbunden? Das ist mit Spotify gekoppelt. Da war dann mein Foto und unten drunter stand Lanz und Precht. Was? Ja. Warum? Weil das mit Spotify verbunden ist und dir hat angezeigt, was ich gerade höre. Da stand irgendwie Ausgabe 120 RAF. Da hat gesagt, hä, warum steht denn das? Ach scheiße, wie peinlich. Super peinlich. Und das haben Lanz und Precht dann gesehen. Und dachten, ey, geil, der Typ, der das hört. Ey. Das solche heißen Typen uns hören, ist ja echt der Hammer, ne? Nicht schlecht. Okay, Astro. Ich habe einen Unterleger hier. Oh, hören wir das? Ja, okay. Sehr laut und deutlich Okay, sogar. Ich mach mal leiser.
So. Jetzt wird's wieder lauter. Bisschen leiser. So. So ist gut? Ja, ist schon angenehm. Okay. Ja, schön. Herzlich willkommen. Was haben wir denn jetzt hier? Das ist jetzt die Astro-Frage. Das ist erstmal der Unterleger für die Astro-Frage. Oh, schön. Und zwar, ich mach ein bisschen leiser noch. Wie sich unsere Stimmen verändern. Merkst du das, Stefan? Und zwar... Der Puls geht runter. Absolut. Bei dir nicht. Bei dir geht er hoch. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn der Puls runtergeht. Erzähl dir die Astrofrage und zwar, okay. Oder ist das nicht doch ein bisschen nervig? Mach's aus. Nervt nicht, ich kann so nicht arbeiten. Ja. Okay, alles klar. Astrofrage, absolut genial. Haben wir einen Unterleger, den hier? Okay, die Astrofrage. Lieber Michael, beantworte mir bitte folgende Frage. Okay. Ja. Die Frage lautet, was ist dunkle Materie? Geht die Frage noch weiter? Ja. Was ist dunkle Materie? Und wie hat man sie entdeckt? Und was macht die? Also, dunkle Materie ist, glaube ich, noch nicht so weit entdeckt, dass man sagen kann, hey, da ist die dunkle Materie. Man kann sie ja nicht sehen. Ja. Deswegen nennt man sie dunkle Materie. Aber man geht davon aus, dass es sie geben muss, weil sich unsere Milchstraße und andere Galaxien so verhalten, wie sie es tun. Man kann ja sehen, dass eine nicht sichtbare Form von Materie hat irgendwie einen gravitativen Effekt. Da ist aber nichts. Und dann muss aber was da sein, weil sonst würde man diese Gravitation dort nicht so spüren. Und dann hat man einfach mal gesagt, ja, wir wissen jetzt nicht, was es ist. Deswegen nennen wir es mal dunkle Materie. Okay, kann ich das ein bisschen genauer erklären, damit die Leute, weil ich habe, wie gesagt, ich war auf diesen Vorträgen. Ja, das hieß Astronomie on Tap. Ja. Astronomie vom Fass. Das ist so eine Veranstaltung, das gibt es wohl in verschiedenen Städten in Deutschland, unter anderem auch in Bonn und das ist echt geil. Da gehen so richtige Astronomen, auch so Professoren und teilweise auch so Doktoranden oder so, die gehen in so einen Pub, in Endenich, wie heißt dieses Pub da? Fiddlers? Ja, Fiddlers, genau. Ist doch hier so ein Irish Pub, total urig und alles so mit so Holzgebälk und überall so klebrige Bierböden und so. Und da gibt's dann oben so eine coole Bühne, sieht aus wie ein Wohnzimmer, da stehen auch so Bücher im Regal und alles so mit so Holz. Da war ich doch mal auf dem Geburtstag von dir, oder? Hast du da nicht mal Geburtstag gefeiert? Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Ja. Und da stehen die dann auf so einer Bühne und halten immer so Vorträge über ihre neuesten Forschungen. Mhm. Ja, also die erzählen dann, das ist voll abgefahren. Gibt es da so viele Astronomen in Bonn? Total viele in Bonn. Da gibt es 4 astronomische Institute. Krass. Also die sind ja richtig weltführend. Stimmt, Harald Lech hat auch in Bonn studiert. Ja, also hier gibt es irgendwie Agelander-Institut für Radioastronomie, dann gibt es Max-Planck-Institut, keine Ahnung, und noch ein paar Institute oder so. Und da arbeiten richtig auch internationale Forscherteams und so. Und die werten teilweise krasse Informationen aus, die von Hubble-Teleskopen und sowas kriegen. Mhm. Und die haben irgendwie ein ganz neues... Oder James Webb, dieses James neue. Webb, und da ist ein ganz neues, ich glaube, das ist James Webb, das ist ganz neu. Weißt du, was das James Webb... Das haben die jetzt ins All geschossen und das fliegt ja um die Erde, ne? Das fliegt ja immer so in der Umlaufbahn. Und da können die ja von da oben noch 1000-mal besser in den Weltraum gucken als von der Erde, weil da ja keine Atmosphäre ist und so. Und die mittlerweile sind diese Teleskope so genau, die können echt so Millionen Lichtjahre weit weggucken an den Rand des Universums und machen da gestochen scharfe Bilder. Das sie, ist voll abgefahren. Weißt du, was sie als letztes da entdeckt hatten? Nee. Zarte Materie. Ist das dein Ernst oder was? Das ist ein Joke. Das ist absolut mein Ernst. Okay. Die haben da was entdeckt und wussten nicht, hey, das ist so,
Was ist, fühlt sich, es sieht so toll aus, aber ja, wir wissen nicht, was es ist. Und es redet. Ja, wir nennen es zarte Materie. Nice. Ja. Okay, ich fange, ich erzähle das nochmal ein bisschen genauer. Genau. Also dunkle Materie, das hab ich, da habe ich dann halt mit diesen verschiedenen Astronomen drüber gesprochen. Das wurde halt... Weil du den Vortrag nicht verstanden hast, oder wie? Nee, der Vortrag ging nicht genau über dunkle Materie, sondern auch über andere. Das hat sich so überschnitten, die Themen. Mhm. Und ich habe dann aber nochmal genauer nachgefragt. Das ist nämlich so, erstmal wie die entdeckt haben. Ja, also das war schon in den 30ern. Die haben im Prinzip Galaxien sich angeguckt und beobachtet und haben sich, und du kannst genau zählen, wie viele Planeten da und Sterne da drin sind, ja. Das kannst du genau irgendwie messen und dann haben die sich ausgerechnet, okay, da ist so und so viel Materie drin, ja, so Sterne. Viel zu wenig. Und dann meinten die, und die Galaxien drehen sich ja immer, ne? Ja. Und dann die Geschwindigkeit, wie sich die drehten, war so schnell, dass die eigentlich, die haben sich das dann ausgerechnet, das müsste auseinanderfliegen. Von der Masse her war das viel zu wenig Masse, die müssten eigentlich auseinanderfliegen. Ja. Und dann haben die sich überlegt, ey, da ist irgendwie so ein unsichtbarer Klebstoff, der diese Sterne zusammenklebt. Ja. Und das betrifft übrigens auch uns. Ja. Uns beide. Ja, klar, also hier in der Milchstraße. Das wird auch zusammengeklebt durch diese unsichtbare Materie. Und dann haben die überlegt, so, was ist denn das? Irgendwas hält die da zusammen. Und das muss halt noch mehr Materie sein. Weil Materie... Viel mehr. Weil Materie ist ja gravitativ. Ne? Das zieht ja zusammen. Ne? Also das zieht sich ja mal gegenseitig an. Schwerkraft kann nur durch Masse entstehen. Genau. Und dann haben die gesagt, da muss noch mehr sein. Ja. Aber wir sehen das nicht. Und die haben das einfach, die sehen das nicht. Die rechnen sich aus und gucken sich die Galaxien an und können das mittlerweile im ganzen Universum beobachten, überall, und rechnen sich aus, da muss so und so viel Materie sein. Und das Verhältnis von, also das ist mittlerweile auch, das ist keine Theorie mehr, sondern es ist 1 zu 10, es ist erwiesen. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dunkle Materie gibt es. Ja. Das ist jetzt nicht nur so eine Hypothese oder so, sondern die gibt es. Was noch nicht klar ist, ist die Frage, was ist das eigentlich? Genau. Woraus besteht das? Das ist etwas, was wir nicht kennen. Das haben die noch nicht rausbekommen. Ja. Da forschen die noch dran. Ja. Und die haben diese dunkle Materie. Welches Verhältnis hat es jetzt? Also das Verhältnis ist, es gibt 5% sichtbare Materie. Mhm. Also hier diese Dose. Das nennt sich baryonisch. Genau, baryonisch Materie. Ja. Deine Kappe, uns hier in diesem Raum, unsere Erde, Stefan, die Sonne. Im Prinzip alles, was wir sehen. Genau. Alles, was wir sehen. Ja. Unsere Galaxie, die Sterne, die da rumfliegen, das ist alles baryonische Materie. Mhm. Also 5%. Ja. Und 25%, also viel mehr, ist diese dunkle Materie. Ja, da fehlt aber noch ein Rest dann. Ja, da gibt es noch 70%, die fehlen. Weißt du, was das ist? Das ist dann die zarte Materie. Nein, das ist nicht die zarte Materie. Weißt du, was es ist? Dunkle Energie? Richtig. Wirklich? Ja. Und weißt du, was dunkle Energie ist? Weißt du, was die macht? Das ist die Expansion des Weltalls. Ey, wo weißt du das alles? Das stimmt. Ich könnte auch solche Vorträge. Die dunkle Energie, das sind 70%. Die ist auch noch nicht erforscht, aber es ist auch das, haben die mittlerweile rausbekommen, die ist dafür verantwortlich, dass das Universum sich immer weiter ausdehnt und vor allen Dingen immer schneller ausdehnt. Also unser Universum hat eine beschleunigte Expansion und die ist auch noch nicht abgeschlossen, diese Beschleunigung. Ist total krank, wenn man sich das vorstellt. Ne? Und es geht immer weiter. Und man weiß nicht, immer weiter, warum sich das beschleunigt. Welche Kraft beschleunigt das immer weiter? Das müsste, eigentlich würde man denken, es würde sich gleichförmig ausdehnen. Aber es dehnt sich immer schneller aus. Und das hat man daran gemerkt, weil die Galaxien, je weiter eine Galaxie von uns weg ist, desto schneller entfernt sie sich von uns. Das heißt natürlich, dass also die Materie, die wird immer weiter auseinandergezogen, ne? Also die Galaxien. Ja, was halt, ne, die Materie nicht, sondern doch, die der Raum. Der Raum, aber der wird immer leerer. Ja. Das heißt. Traurig eigentlich, ne? Ja, das heißt, auch die Galaxien, die wir jetzt noch irgendwo Millionen Lichtjahre weit sehen, irgendwo in der Ferne. Können wir noch winken. Da tschüss. Können wir, die entfernen sich immer weiter von uns. Wir werden immer einsamer. Ja.
Das ist so. Nur. Wir haben nur uns, Stefan. Wir haben nur unsere Milchstraße irgendwann. Und außer ich glaube, der Andromeda-Nebel. Das ist eine Galaxie, die fliegt auf uns zu. Ja, ist aber auch nicht so gut. Ja, es gibt irgendwann eine Kollision, aber das ist so groß alles, ja, dass wahrscheinlich... Vielleicht merken wir es gar nicht. Die Galaxie fliegt durch unsere Galaxie durch und vielleicht merken wir das gar nicht, weil die gar nicht irgendwie uns berührt. Aber was ich noch erzählen wollte, ist dunkle Materie. Jetzt wollte ich mal sagen, was ist das? Und daran forschen die halt. Und es gibt im Prinzip drei Theorien. Ja. Die erste Theorie ist, es sind schwarze Löcher, die da irgendwo im Raum überall sind und diese Materie bilden, diese dunkle Materie bilden. Glaube ich nicht dran. Das ist eine Theorie. Okay, ja. Die andere Theorie ist, es sind braune Zwerge. Glaube ich auch nicht. Und jetzt kommt die Theorie, die am meisten wahrscheinlich zutrifft und wo auch am meisten dran geforscht wird. Und das ist die Theorie, es ist ein Elementarteilchen, das wir noch nicht entdeckt haben. Und dass man einfach, das nicht mit Licht reagiert, das kann man nicht sehen, man kann es einfach nicht sehen, man kann es nur feststellen durch gravitativen Effekt. Ja. Es hat keine Wechsel, du hast es gesagt, keine Wechselwirkung mit Strahlung und Materie, wenn neben dir dunkle Energie wäre, du könntest reingreifen und würdest einfach nichts spüren. Deine Hand würde reingehen und verschwinden, du könntest sie wieder rausziehen und es gäbe keine, deswegen ist die baryonische Materie, die hat Wechselwirkung. Du sitzt da auf der Couch, die hat Wechselwirkung mit dir, deswegen sitzt du da drauf. Und in dunkler Materie kannst du nicht sitzen. Das stimmt, das wäre einfach nicht da, es wäre quasi unsichtbar, aber es würde unglaubliche Masse entwickeln. Und wenn da nur ein bisschen neben dir wäre, würdest du es nicht merken. Ja, aber klar, wenn nur ein bisschen wäre, dann merkst du es nicht. Das zieht ja nicht an. Aber wenn das größer wird, dann würde das eine unglaubliche Anziehungskraft aus. Ja, aber nicht mehr Anziehungskraft jetzt als unsere Sonne zum Beispiel. Die hat ja nicht mehr Gravitation. Die ist einfach nur mehr da. Es gibt einfach mehr davon. Und deswegen. Nee, ich glaube, die wirkt auch stärker. Das glaube ich nicht. Das ist ein schwarzes Loch. Was du meinst. Das wird. Okay. Weiß ich das nicht. Ja. Und die Frage ist. Was ist es denn jetzt? Wir wissen es nicht. Es ist, wie gesagt, ein Elementarteilchen, ein Proton, was viel schwerer ist als die normalen herkömmlichen Elementarteilchen. Und wahrscheinlich hat es auch keine elektrische Ladung. Tja. Krass. Und soweit irgendein subatomares Teilchen, was noch nicht erforscht wurde. Subatomar. Also Quarks oder so. Ja, ja, wahnsinnig klein. Und es ist halt, alle forschen dran, viele. Und dann habe ich mit so einem Forscher geredet und meinte so, wann wird das denn mal entdeckt? Ja, und dann hat er sich so weggebeamt, also, der Forscher. Ja, also die eine meinte, die will dazu nichts sagen, weil das einfach... Man kann es nicht sagen. Die Regierung erlaubt es nicht, dass wir das sagen. Nein, die meinte, das kann in einem Jahr entdeckt werden, es kann aber auch in 100 Jahren entdeckt werden. Ne? Mhm. Und der andere war ein bisschen konkreter, der meinte, es wird wohl so in den nächsten 30, 40 Jahren entdeckt werden. Und In 40 Jahren schon. Genau, und ich meinte, warum müssen wir das eigentlich wissen? Ja, warum ist das so wichtig? Was bringt uns das? Und da meinten diese Astronomen, das sind ja also Astrophysiker und so, die meinten, für die ist das total wichtig, weil die dann nur dann das Universum verstehen können. Ja, das ist für die so mega wichtig. Und ich dachte, ist egal, ob du es verstehst. Ja, oder und nicht, ich meinte dann so, ey, alle, Digga, ich muss morgen bei Lidl einkaufen, das ist mein Problem. und ich weiß nicht, ob es da, keine Ahnung, Biohack gibt oder so, ja. Also, aber für die ist das ist total wichtig für die. So, ich muss das Universum verstehen. Da meinten die noch, es kann vielleicht auch sein, das kann man aber so noch nicht sagen, dass das dann irgendwann einen Effekt auf unser Leben hat, weil dabei bei dieser Entdeckung dann irgendwas, ein Verfahren entwickelt wird oder sowas für uns sinnvoll sein könnte. So wie zum Beispiel bei Radioastronomie. Dieser Heinrich Hertz hatte ja die Radiostrahlen irgendwie entdeckt. Und damals war das so noch so Grundlagenforschung und irgendwas Abgefahrenes, womit keiner was anfangen konnte. Und heute
kann man mega viel damit machen. Heute jeder überall läuft ein Radiosender und hört doch gar keiner mehr. Wahrscheinlich die wichtigste Erfindung, die es überhaupt gegeben hat, Radiowellen. Echt? Ja klar, Funken, Radiowellen, alles läuft über Radiowellen. Harald Lecht macht immer ganz gern einen bestimmten Gag. Ja. Und zwar sagt er, wenn sich das Universum immer weiter ausdehnt, warum habe ich dann immer so Probleme, einen Parkplatz zu finden? Ja, der Gag ist gut, aber erklärbar. Ja, natürlich ist er erklärbar. Weil wir gehören nicht zum Universum. Also, echt nicht? Das ist so kleinteilig. hier treffen die Regeln des Ausdehnens, finden hier nicht statt, oder? Also, oder? Ich finde es erstmal eine geile, steile Theorie von dir, dass wir nicht zum Universum gehören. Finde ich gut. Habe ich so auch noch nie gehört. Nein, also okay, ich revidiere. So wollte ich das nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass hier keine Ausdehnung stattfindet. Ja. Habe ich auch schon verstanden, wie du das meinst. Der Raum dehnt sich ja aus und wir sind ja ein Objekt im Raum und wir hängen da drin in diesem Gewebe, was sich Raumzeit Dingsbums nennt und hängt dann da drin und unsere Erde hat ja auch da auch diese Schwerkraft. Deswegen haben wir auch den Mond um uns rum und der haut nicht ab und fällt nicht auf uns drauf wegen Fliehkraft und Schwerkraft. Naja, egal. So. Ich habe hier übrigens noch einen Ton von Professorin. Ich glaube, die Leute sind so krass genervt von der Astrofrage. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich finde das sehr interessant. Ich habe hier noch einen Ton von der Adriana Nicola, der Professorin. Grüße. Zur dunklen Materie. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, das schönste Beispiel, warum es dunkle Materie geben muss, ist der Fakt, dass wir beide hier heute sind. Denn die dunkle Materie beeinflusst auch, wie sich Strukturen im Universum bilden. Und es hat sich herausgestellt, dass die Strukturen, die kosmologisch so klein wie unsere Milchstraße sind, nicht bilden könnten, wenn die ganze Materie nur aus normaler Materie bestehen könnte. Das heißt, der Fakt, dass wir heute hier sind und über dunkle Materie sprechen, ist ein großer Hinweis auf die Existenz der dunklen Materie. Also, hast verstanden, ne? Ja. Nee, das ist wirklich interessant, weil die dunkle Materie hat letztlich auch dazu geführt, dass es unsere Milchstraße gibt. Sonst würden auch unsere Sterne alle weg ins Universum fliegen und uns wird es wahrscheinlich nicht geben. Finde ich einen sehr schönen Gedanken, mit dem ich dich hier auch nochmal so... Bitte nicht alleine lassen. Alleine lassen. Nee, ich möchte nicht alleine gelassen werden. Nein. Wir sind in so einer verlorenen, unendlich großen Welt und wir dürfen uns nicht alleine lassen. Wir müssen uns annähern, wir müssen uns an den Händen halten und zusammen auf diesem Raumschiff, was sich Erde nennt. Ja, wir haben ja nur uns. Wir haben ja nur diese Erde. Ja, wir haben nur uns. Wir werden das wird eh nie funktionieren, dass wir auf einem anderen Planeten da irgendwie Planetel. Also, umsiedeln. Das wird eh nie passieren, oder glaubst du daran? Jetzt, dass wir bald umsiedeln? Nein, nicht bald, aber was weiß ich, in 300, 400 Jahren oder von mir auf... Ja, wohin denn? Ja, auf irgendeinen anderen Exoplaneten. Wir haben noch nichts. Das ist auch alles so weit weg. Ja, deshalb sage ich ja, es wird eh nie passieren. Wir haben nur die Erde. Mars ist shit. Ja, Venus ist auch shit. Ja. Venus war ja übrigens auch mal bewohnbar, ne? War mal bewohnbar? Ja, so wie der Mars. Beide mal bewohnbar. Und die Venus hätte sogar wie die Erde wirklich werden können, weil die nämlich auch die Größe hatte und die Atmosphäre. Die hat die Atmosphäre gehalten. Ja, aber die hat so einen hohen Treibhauseffekt. Nein. Weißt du, warum die Venus nicht zur Erde wurde? Weil die so einen hohen Treibhauseffekt hat und deswegen irgendwie 400 Grad Oberflächentemperatur hat. Nee, aber das hätte mal alles funktionieren können. Ja. Das Problem war, dass die Atmosphäre flöten gegangen ist, also die wichtige Atmosphäre, weil die sich zu langsam gedreht hat und deshalb hat die kein Magnetfeld gebildet. Und die hat sich nur deshalb so langsam gedreht, die hat sich ursprünglich genauso schnell gedreht wie die Erde, hat sich aber deshalb so langsam gedreht, weil die dummerweise von einem riesigen Planeten getroffen wurde und der hat ihre Rotation abgebremst. Scheiße gelaufen, oder? Das klingt so... Venus. Stimmt das? Ja, Venus. Weißt du, wo ich das gelernt habe? Von Venus Williams? Nein, gestern bei Harald Lesch. Komm. Ja. Du hast gestern Harald Lesch geguckt? Ja, und da lief das mit der Venus. Wo? Fand ich total interessant. Wie? Im Fernsehen?
Was war das für eine Sendung? Wo, wie? Lechs Kosmos. Wieso weiß ich davon nicht? Ja, eben. Ja, wenn Lech im Fernsehen ist, ja, muss ich da informiert werden. Ja, klar. Werden. Du, das ist ja dein Kumpel. Ja. Der sagt, er ruft dich ja vorher an, wenn er im Fernsehen läuft. Voll gut, voll gut. Ja. Ja, ich find's okay. Hammer. Michael, hast du noch irgendwas vorbereitet? Ich habe einen Aufreger. Echt? Haben wir dafür einen Jingle eigentlich? Ja, den hier. God save the King! Okay. Ich habe ein kleiner Aufreger. Ja. Nichts Besonderes, aber mich regt das voll auf. Was? Ich werde relativ oft, wie du auch, wie jeder, auf Instagram oder anderen Medien mit Werbung konfrontiert. Ja. Und oft ist da auch Werbung für Handyspiele, Apps. Ja. Ne? Installier dir dieses Spiel. Und da wird das so kurz in dieser Werbung angeteased, was das sein soll. Und die Spielprinzip, also das sind unterschiedlichste, bestimmt 10 unterschiedliche, aber alle haben das gleiche Spielprinzip. Von oben kommen irgendwelche Zombies und unten sind so Männchen, die müssen die so abballern. Das war schon bei Space Invaders, Space Invader, 1983 ja. so, ja, ja. Aber mittlerweile sieht das viel besser aus. Kannst du dir. Gute Erkenntnis. Und das ist dann so ein Typ, der ballert dann da rum und dann irgendwie, oh, hier kann ich noch einen dazu kriegen. Ah, hier kriege ich eine andere Waffe. Und die Monster werden dann größer. Und man denkt sich dann schon bei dieser Werbung, der macht da total viele Fehler. Ne? Ja. Der sollte sich erst diese Waffe holen und dann rennt er falsch rum. Man regt sich über die Werbung auf, weil der Spieler das so schlecht macht. Und absichtlich, damit du kaufst. Und das besser spielst. Genau so ist es. Ja. So machen die das. Meinst du wirklich, das ist die Psychologie dahinter? Ja, glaub schon. Und da gibt es die unterschiedlichsten Arten von dieser. Einmal sind das so kleine Comic-Typen, dann sind das eher ein bisschen realistische Soldaten, einmal sind das Zombies, dann sind es Außerirdische. Aber immer irgendwelche Gegner, die dann da kommen und man muss diese Masse abwehren. Und kann dann da so einen Zaun hinstellen, dann einen Flammenwerfer oder was weiß ich. Und Seit Jahren gibt es die Werbung schon. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann vor einer Woche gedacht, ich installiere mir jetzt mal so ein Spiel. Für 3 Euro oder was? Nichts, kostet nichts. Ich denke, das kostet Geld. Ja, oft sind es ja dann, dass man sich... Ja, wenn du dann so eine Waffe haben willst, dann musst du... Ja. Und kenne ich. Dann habe ich dann gesagt, okay, habe ich die Werbung gesehen, zack, installieren. Und dann hat sich dann mega lange so ein riesiges Spiel installiert und dann war das was ganz anderes. Dann war das überhaupt nicht dieses Spiel. Echt? Ja. Dann war das irgendwie so Adventure-mäßig, wo es dann halt auch irgendwie, hey, schön, dass du da bist. Du musst uns helfen, den Schatz sowieso. Und dann musste ich dann so komische Puzzle lösen, wo dann, man dann immer nur so Steine so verbinden muss. Ja, und da musstest du so komische Kontodaten eingeben. Nein, das habe ich... Und dann plötzlich... war irgendwie ganz viel Geld von deinem Konto. Plötzlich war ich im Minus, ja. Ja, genau. Und ja, dann habe ich das wieder gelöscht. Dann habe ich aber noch so zwei andere, dann andere Werbung. Und das war dann immer so, das hieß dann so Origins of War oder Zombie Strike. Irgendwie sowas in diese Richtung. Und es war nie das, was in der Werbung für ein Spiel war. Es war immer irgendwas anderes. Und immer gleich anders. Ja, die wollen irgendwie irgendwas anderes, die wollen nicht irgendwas. Die haben kein Spiel. Das habe ich dann nämlich auch dann nach. So ehrlich? Du kannst das auch nachlesen. Wie? Es gibt dieses Spiel nicht. Diese Spiele, die da von oben. Ja, aber die was sollen halt, die locken dich mit Die locken dich mit etwas, oder? Was besonders cool aussieht. Ja. Aber das Spiel ist zu aufwendig, das zu programmieren. Also die programmieren nur eine Werbung. Genau. Die programmieren nur eine Werbung. Und das Spiel ist, wir haben leider nur Memory. Ja, und dann denken die so, wenn du das dann mal so ein anderes runtergeladen hast, dann denken die so, ach scheißegal, dann bleibt der halt bei dem. Ja, oder ich merke das dann nicht oder so. Oder man denkt sich, hey, das ist sogar noch viel besser. Ne? Ja, das wäre so als... Hey, zeig mal wieder, da draußen sind nur Betrüger unterwegs. Ja. Du isst ja jetzt gerade. Die wollen dich nur verarschen. Du isst ja jetzt gerade Chips, ne? Ja. Und das wäre so, als wenn auf der Verpackung wäre da irgendwie, hey, cool, Gummibärchen. Ja, habe ich Bock drauf, kaufe ich mir. Und dann zu Hause denkst, es sind ja Chips drin, aber dann frisst du sie trotzdem. Ja, ja.
Das ist mein Aufreger. Nicht, dass ich unbedingt dieses... das kann ich total verstehen. Nicht, dass ich unbedingt dieses Zombie-Spiel haben will. Ja. Aber ich wette, da gibt's dann auch ganz viele junge Leute oder Kinder. Zum Beispiel, wenn dein Sohn, wenn der das sehen würde, diese Werbung, fände er das so geil und will das unbedingt zocken. Ja, und dann lädt er das runter und heult den ganzen Tag rum. Das Spiel gibt's gar nicht. Tut mir leid. Mein Sohn spielt übrigens die ganze Zeit, der hat jetzt ein Spiel entdeckt, das kannte ich nicht. Ja. Pflanzen gegen Zombies. Kennst du das? Schon mal gehört, aber es ist schon was älter, ne? Es ist wohl irgendwie so voll das... Also 10 Jahre voll alt, die oder? Legende, voll die Legende. Ja. Und da ist immer so ein Gärtner, der hat so einen Garten. Und dann kommen immer Zombies. Und der... Und wollen Sonnenblumen klauen, oder nee, was? Und die wollen da so durchlatschen. Und der muss dann so Blumen, so Blumen pflanzen, damit die Zombies aufgehalten werden. Und jede Blume kann irgendwie was anderes. Die eine kann so Erbsen schießen und keine Ahnung, die andere kann dann, was weiß ich, die Zombies so hypnotisieren und umdrehen. Dann, dann drehen die sich so um, so und laufen wieder zurück und fressen ihre eigenen Zombies und so. Ja, cool. Und ich will das jetzt auch gar nicht so lange erzählen, aber ich habe das teilweise dann so mitgespielt, ne? Und hast gesagt, gib mal her, ich will zocken. Nee, und wenn die Zombies ankommen, dann hört man immer so. Und ich dachte immer, die sagen die ganze Zeit meins, meins. Aber irgendwann habe ich rausbekommen, dass sie die ganze Zeit sagen Brains. Ach so. Geil. Ja, und wenn die dann dich so irgendwann erledigen, steht dann danach immer so, ja, dein Gehirn wurde ausgelutscht. Game over. Ja, so kann er dann so und super gut Englisch lernen. Absolut. Deshalb spielt ein er Wort. Das. Das ist auch der einzige Grund, wieso der das spielt. Damit der Englisch lernt. Ja. So, das war mein Aufreger, Stefan. Ich habe noch eine kleine Story. Das ist auch die letzte, dann können wir rausgehen, oder? Ich hatte auch noch eine Story, aber ich weiß nicht genau, wie ich sie erzählen soll. Aber meine Story, ich habe ein paar Spielplatz-Stories. Ja. Und zwar gab es neulich richtig Stress auf dem Spielplatz. What? Ja. Yeah. Und und zwar. Und du mittendrin oder was? Ich mittendrin. Ich bin ja immer so ein aktiver Dad, der so mit den Kindern spielt. Mhm. Ja. Und in 99,9. Psycho-Dad. Nee, eher so engagierter Mitspiel-Dad. Okay. Und das ist auch manchmal ein bisschen peinlich, weil es gibt eigentlich nie irgendeinen Vater. Ich hab's eigentlich noch nie beobachtet, der dann irgendwie so mit den Kindern irgendeine Rutsche tobt. Die Väter sitzen da rum und lesen Zeitung. Absolut. Ja. Wenn überhaupt. Und rauchen Pfeife. Ja, wenn überhaupt. Ja. Oder die sind gar nicht da. Ach so. Und oder die setzen sich halt irgendwo dahin und machen gar nichts. Hm. Oder stellen sich mal so daneben und rufen dann so ein paar Sachen zu oder so. Ja. Und ich bin halt manchmal so, dass ich so richtig mitspiele. Und mich mit den Kids in die Rutsche reinwerfe. Und yeah, und Fang und Zombies und Brains. Brains. Und dann alle rennen weg und haben den Spaß ihres Lebens und freuen sich zu tun. Kearney Entertainer. Immer weiter, ey, die Kids flippen aus. Das ist der. Ich weiß nicht, warum Kinder eigentlich das so geil finden, wenn sie gefangen werden. Wenn sie gefangen werden? Ja, wenn, so, wenn die wegrennen und dann musst du die so kriegen. Das finden die mal so mega witzig. Ja, fangen ist das Kinderspiel, ja, aber der große Klassiker. Ich weiß, aber das macht nicht Spaß, wenn die Kinder untereinander sich fangen. Doch. Voll langweilig. Macht auch Spaß, ja, wenn aber Kinder nicht, untereinander nicht sich so wirklich cool. Das ist so ein bisschen öde. Hast du da eine Umfrage gemacht oder nein, wie? Aber ich merke das einfach. Wenn ich die fange, die pinkeln sich vor Glück in die Hose. Ja, weil du dann noch so... Ja, weil ich noch Brains. Genau. Ja. Du bist halt der große Böse. Ja, und wir der noch so, ja, und ich kann die so durchkitzeln und dann Brains. Auf jeden Fall, dann... aber ich versuche halt, das mittlerweile immer so einzudämmen, so... das so ein bisschen zu verhindern, weil ich will immer mehr, dass auch mein Sohn so, der soll lernen, alleine zu spielen. Unbegleitet zu spielen, nennt man das bei den Sozialpädagogen. Okay, okay. Und, macht man das nicht mit 2,5 unbegleitet ja, zu spielen? Ja, absolut. Ich habe es auch absolut verpasst und ich gestehe auch meine Fehler ein. Jetzt ist er 14 und... nee, der ist 8 okay. Und will immer noch gejagt werden von mir. Okay. Und das muss jetzt mal aufhören. Das Leben ist, das wird jetzt hart und es gibt keinen Vater mehr, der fängt. Ja. So, und ich hätte das auch von Anfang an nicht so intensiv machen sollen, aber gut, ich bin ja auch nicht perfekt. Ja. Und... will das halt dann immer so verhindern. So, nee, du spielst jetzt mal alleine mit deinen Freunden
Und ich spiele nicht mit, ich unterhalte mich hier mit den Erwachsenen. Ne? Ja, gut, ne? Gute Idee. Hier sind die Erwachsenen, unterhalten sich und ihr spielt dahinter, das für die Kinder. Ja, und dann mein Sohn immer so, Paul, du musst mitspielen, es ist so mega witzig. Ne? Und dann war der mit so einem Kumpel da, oder mit zwei sogar. Und die so, ja komm, wir müssen jetzt da hinten auf die Rutsche müssen und spielen und so. Und da meinte ich auch so, nein, ich unterhalte mich hier und guck mal da hinten am Spielplatz, gibt's da irgendeinen Vater, der mit seinen Kindern da rumrennt? Nein. Und dann haben die mich aber irgendwann so an mir gezerrt und haben mich da hingeschleppt und dann, ja, und dann bin ich halt da auf dieses Klettergerüst und da war so eine Rutsche, so eine Breite, das war eigentlich nur so eine Plane und dann war das Spiel, dass die da immer so hochgekommen sind und ich habe die immer so runtergeworfen und meinte dann immer, ich bin der König der Erbsen und habe dann die Erbsen immer so runtergeworfen und die fanden das so mega witzig. Okay. Aber das Problem war, irgendwann war der ganze Spielplatz da auf der Rutsche und dann habe ich da irgendwie so 20 Kinder immer runtergeworfen, ne? Ey, das ist der Typ, den müssen wir platt machen. Ja, geil, ja. So, ich bin der König der Erbsen und dann irgendwann fanden das alle total witzig. Mhm. Und aber wie es kommen muss, irgendwann sind auch so ganz Kleine plötzlich dabei. Und dann fällt halt mal so ein Großer auf ein Kleines und dann hat das geweint. Ja. Ja. Erste Kind weint. Und ich schon so, keine gute Idee. Hab dann aber noch weitergespielt und dann irgendwann nach 5 Minuten das zweite Kind weint, weil das irgendwie so auf so ein Seil gefallen ist. Ne? War alles nicht schlimm. Ja. Halt so, Kinder weinen ja immer irgendwie. Ja. Und ich dann irgendwann so, ey komm, wir müssen ja aufhören. Geht so nicht. Das ist zu chaotisch. Ich kann hier nicht den ganzen Spielplatz runterwerfen. Das geht nicht. Moment mal, wen hast du runtergeworfen? Ja, diese ganzen Kinder, die da waren, die sind da alle hoch. Von wo denn runtergeworfen? Das war auf so einem Klettergerüst, wo so eine Rutsche war und dann habe ich die mal so diese Rutsche runtergeworfen. Das war so eine breite Rutsche. Ach, dass die dann da so runtersliden. Ja, die runtersliden, das war auch so ein weiches, so eine Plane eigentlich eher und dann sind die da mal so runtergerutscht. Ja. Und das fanden die alle mega witzig. Und dann meinte ich irgendwann so, naja, hier, ich höre auf. Ja. Zu krass. Ja. Und, und dann bin ich mit meinem Sohn und noch zwei Kumpels zu so einem Karussell gegangen und meinte so, jetzt spielen wir hier alleine. Ja. So, und dann die natürlich so, ey, wünsch die uns an, super schnell, du musst schneller, schneller, schneller. Und dann habe ich die so schneller angeschoben und dann ist irgendwann noch so ein anderes Kind dazugekommen und hat sich so einfach so dahingestellt und hat sich so ans Karussell dran gefasst und ist dann so weggeflogen. Wie, das lief doch, das Karussell? Ja, ja, genau, das ist einfach so dran und ist dann weggeflogen und dann hat sich das hingelegt und hat geweint. Und dann kam so ein Vater. Moment, wie, das hat da dran und ist weggeflogen? Ja, das ist, war da so dran und dann ist das, weil das so schnell sich gedreht hat, ist das. Also das war mit auf dem Karussell drauf, oder was? Nee, das wollte drauf, aber dann ist das so weggeflogen, weil das nicht drauf kam, weil das Karussell sich gedreht hat. Ach so. Und dann kam so ein Vater an und der so, ey, immer diese Kinder, alle weinen, alle, drei. Okay. Und ich so, ja, hey, sorry, okay. Ich wollte ja eigentlich, ich bin ja schon hier, drei. Hat der mitgezählt oder was? Ja, der immer so, drei. Und ich so, ey, ja, sorry, ich hatte ja auch da schon aufgehört, drei. Ja. Ich so, ja, kann ich mal kurz erklären, das hier war jetzt wirklich ein drei. Ja, ich brauche noch zwei, dann bin ich durch. Ja. Ja, ja. Ey, und ich wollte dann immer so erklären, so, ey, das hier war jetzt wirklich ein Unfall und da hinten nicht mehr. Der hat mich gar nicht ausreden lassen, der immer nur so, und dann immer mit den Fingern so in mein Gesicht rein. Hing mit den Fingern immer mein Gesicht. Ja, ich merke, geh weg. Stefan, bitte, geh weg. Ey, und das war so, ich bin dann so aggro geworden, weil der die ganze Zeit so, drei. Ich so, ey, hör mal auf, drei zu sagen, ey. Red mal mit mir wie ein vernünftiger Erwachsener. Und das war, ey, ich bin so, und dann, ich musste mich so zusammenreißen. Und ich dachte so, ey, ich so, was? War das auch so ein Zombie, der Typ, oder was? Keine Ahnung, der war so drei. Nee, das war irgendwie so ein halber Engländer oder so. Okay. Der hat so ein bisschen gebrochen, Deutsch. Ja. Und der hat ja eigentlich gar nicht geredet. Der hat immer nur drei. Vielleicht und, wollte der was anderes von dir. Ey, und ich wollte einfach so mich auch ein bisschen entschuldigen und so, ja, das war jetzt ein Unfall und da bin ich ja auch. Drei! Und dann, das hat mich so aggro gemacht, aber ich musste mich dann wirklich so zusammenreißen und meinte, ey, ich kann jetzt hier auf dem Spielplatz keine Szene machen. Und irgendwann habe ich Englisch geredet. Mhm. Und da wurde er so ein bisschen ruhiger. So. Ah. Ja. Und da hat er gesagt, three! Nee. Okay. Ey, dann habe ich so auf Englisch erklärt. Sorry, it was a mistake. I'm sorry, I didn't do this by purpose. This was an accident and I'm sorry for those kids. Yeah, this was too rough. Und so, dann habe ich den so ein bisschen belabert. Und der hat dann zwar immer noch so three, keine Ahnung, und aber ey, das war Wahnsinn, also.
Also kleiner Tipp von mir. Und das war echt peinlich auch so. Auf, ja. Wie so zwei Erwachsene auf dem Spielplatz so in die Haare kriegen. Und die Kinder gucken dann auch so zu. Das ist schon peinlich eigentlich. Also es ist auch. Wobei ich echt ruhig geworden bin, geblieben bin. Also ich habe wirklich immer nur so abgewiegelt und meinte, ja, alles gut. Also mit Kindern zu spielen, ja. Ja. Ich habe gut befreundetes Ehepaar, ja, die haben auch zwei Kinder. Ich kenne die, seitdem sie Babys sind. Und ich bin da schon öfters auf Kindergeburtstagen dann mit eingeladen worden. Ne? Ja. Aber auch immer mit einer Funktion. Dann hieß es dann, ja, wir haben Kindergeburtstag, du bist auch eingeladen. Ja, okay, cool, ich komme vorbei. Ja, aber wir gehen klettern und wir brauchen dann noch einen zum Aufpassen. Ja, ne? Klar. Ja. Meinst du, die buchen dich, weil sie dich nett finden oder was? Ey, die brauchen immer eine Hand, die mit anfängt. Genau. Ja, klar. Weil kein anderer von den Eltern, die sagen, ey, nicht mein Problem, ihr habt einen Kindergeburtstag organisiert, eingeladen. Meine Kinder kommen, mehr kann ich nicht machen. Mehr mache ich nicht. Und die wollten dann da irgendwie klettern gehen oder was auch immer. Und dann haben die dann da auch halt so gespielt. Ne? Und dann habe ich dann mit den Kindern von meinem Kumpel, mit denen kann man ja natürlich anders spielen. Ne? Und dann hat mich aber dann auch so ein anderes Kind angefragt, kannst du mich auch mal so werfen? Wie gerade, dann denkst dann auch, ja, klar kann ich das, aber sollte ich das? Ach so, ne? Du hast es nicht gemacht. Doch, klar, aber man weiß es nicht. Dann, was weiß ich, Ellbogen gestoßen und geheult, ja, der hat mich geworfen. Ja. Sorry. Klar, wenn du das jetzt nur aus Spaß machst. Aber natürlich aus Spaß. Du hast es auch aus Spaß gemacht. Ja. Oder wolltest du die bestrafen, die Kinder? Nein. Ey, das wollte ich dem Typen ja auch immer sagen. Ey, so. Ja, aber die Idee war ja, dass sie alle mega Spaß haben und hatten die ja auch eigentlich. Bis auf die geheult haben. Ja, aber auch die hatten mega Spaß. Die hatten nur mal ganz kurz, Kinder heulen immer sofort. Ja. Wenn die nur hinfallen, dann heulen die erst mal sofort. Ja. Und das wollte ich dem alles erklären, aber der hat immer nur gesagt, drei Beine. Bitte nicht. So, ja, weiß ich. Dass du diesen Schmerz, den du da ertragen musstest, dass du den jetzt auch mit den ganzen Hörern und mit mir teilst. Ich bin genauso genervt wie du von diesem Typen. Aber der hing immer so vor mir, das war so aggro. Ja, ist es. Was soll das? Ja, okay. Aber ich habe noch eine Mega-Story eigentlich mit Kindern. Die kommt beim nächsten Mal. Die kommt beim nächsten Mal, ist zu viel, oder? Aber ich habe auch noch was. Das ist eine crazy Story eigentlich. Die kommt beim nächsten Mal, wir machen einen Cliffhanger. Okay, wir machen einen Cliffhanger, haben wir eigentlich einen... Nein, wir haben keinen Jingle für Cliffhanger, warum kennst du die Jingles nicht, die wir haben? Wir haben 10 Jingles und es ist kein Cliffhanger-Jingle dabei. Du hast absolut recht. Okay, dabei bleibt's. Hast du noch irgendwas zu sagen, Michael? Ja, pass auf, ich habe noch eine Story. Ach so, ich dachte, wir gehen raus. Nein. Was für eine Art von Story ist das? Love Story. Ist es wirklich eine Love Story? Ja. Okay, bitte ganz ruhig jetzt. Also tote Hose, ja. Also... Pass auf, wir haben ja diese Rubrik neu gemacht vor 5 Folgen oder so und war ja immer so ganz witzig und da habe ich überlegt, ach ja, ich hatte auch eine Story, die ich erzählen könnte, aber ich finde sie sehr schön und auch sehr, sehr lustig. Eigentlich war das eine der lustigsten Sachen, die ich überhaupt jemals erlebt habe, finde ich. Die Frage ist aber, liegt das an den Umständen und ist das jetzt total überhaupt nicht lustig, wenn ich das jetzt erzähle. Das könnte passieren. Das soll auch nicht lustig sein, das ist eine Love Story. Ja, ja, aber es gibt auch manchmal... Ich will, dass es hier prickelt. Ich will, dass die Luft, dass die Luft elektrisiert ist. Es gibt auch manchmal lustige Sachen. Ne? Ja. Aber die sind dann nicht lustig, wenn man sie erzählt. Ich probiere es einfach mal, okay? Ja. Also. Ich war vor einigen Jahren mal mit meiner damaligen Freundin in Südfrankreich. Frühling in Südfrankreich. Ja. Aix-en-Provence. Lavendelfelder. Ja, ja, in der Provence. So,
soweit das Auge reicht. Absolut, ja. Dieses Farbenmeer, diese Düfte, diese kleinen verträumten Städte. Ja. Ne? Dieses Aroma in der Luft in der Provence. Ja, ja, die Franzosen. So eine Melange aus Lavendel, Oliven und Oregano. Ja, Oregano auch, aber auch Thymian und Rosmarin. Ja, ja. Und auf irgendwelchen Märkten. Und noch so ein Spritzer Melonen dabei. Nein, oh. Melone nicht. Doch. Melone? Melone, so Honigmelone noch, so ein Spritzer in der Luft. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Echt nicht? Und dann okay. geht man auf so Märkten und überall gibt es so Lavendel im Säckchen oder so Seifenlavendel mit Eselmilch. Und die Oliven aus Holzfässern. Ja, oder aus Olivenbäumen irgendwas geschnitzt. Ja. Und man kauft irgendwie, du weißt, was Honig auf Französisch heißt? Miel. Ja, ja. Ja. Und so Thymian, Miel oder schwarzen Reis, ja. irgendwelche Spezialitäten davon und man ist total bezaubert von diesen Orten. Ja. Und ältere Männer sitzen da im Kreis und trinken hier Pastis. Und spielen ne? Buhl. Und spielen Buhl, natürlich. Ja. Und streiten sich aber auf eine wunderbare Art und Weise. Ne? Ja. Und ich sag mal, wenn man verliebt ist und man macht da so eine Art von Urlaub, das ist schon schön, oder? Kannst du dich daran erinnern? Ja, total. An so also Gefühle wie Schmetterlinge im Bauch? Ja. Versuch dich mal daran zu erinnern. Ja, geh mal in dich. Geh mal 35 Jahre zurück. Okay, ja, also ich glaube, ja. da so irgendwas ist da noch. Ja, ja. ja und sowas ja. gibt es. Und auch ältere Leute wie wir können sich da auch noch so dran erinnern manchmal. Ja. Wenn sie nicht gerade von Precht und Lanz träumen. Ne? Ja. ja. Und also tolle Umgebung, Landschaft, Licht, Gefühle und so weiter. Mhm. War ganz toll. Und dann war ich dann mit meiner damaligen Freundin in so einem Bistro, Restaurant, abends was essen. Ja. Wetter war toll, man zieht sich dann um. Was weiß ich, ich hatte bestimmt mir vielleicht ein Hemd angezogen oder so zur Feier des Abends oder so. Ein schönes Metal-Hemd. mit einer schönen Metal-Gitarre drauf. Schön von Metallica. Schön jetzt für den Abend mal das Metallica aus und das Pantera an. Oh, schön für die Beziehung, damit das auch so schön prickelt. Ja, man lässt sich nicht hängen. Oder? Aber du weißt das doch, wenn sich dann auch eine Frau schick macht, ne, mit so einem Sommerkleidchen, irgendwelche Riemensandalen und so, ne, die nehmen ja auch mehr mit in Urlaub. Ja. Auch, weil sie es sich schön machen wollen, für sich und auch für den anderen. Ja. Ne? Und wenn man dann zusammen was essen geht im Urlaub, dann ist das ja auch nicht einfach nur Nahrungsaufnahme, sondern das ist ein Ritual. Ja, man zelebriert das. Ja. Mit einem Glas Wein, mit einer Vorspeise. Ja, finde ich gut, dass man, du das so. Man sitzt da, ne? Ja. Man macht sich vielleicht auch mal ein Zigarettchen an oder sowas. Ja. Ne? Ja. Schönes Goulia. Ja, wir sind in Frankreich im Urlaub. Ja, ne? Und okay. ja, also, ja. Ich sag mal, warum sollte man die Zeit dann auch nicht so ein bisschen auskosten? Ne? Ja, klar. Zeit ist wertvoll. Warum soll man da einfach nur hingehen? So, jetzt essen wir was und dann ist aber auch gut. Ne? Ja. Und wenn man, es kann sich auch nicht jeder leisten, aber wenn man sich das leisten kann oder dann auch lieber weniger Urlaub machen, aber wenn man dann den Urlaub macht, dass man dann auch sagt, so von wegen, wir trinken jetzt nicht nur Wasser, ne? Ja. Sondern wir wollen klar, es uns gut gehen lassen, ja, klar, uns was ganze, erlauben. Die ganze ne? Zeremonie. Ja, uns gegenseitig verwöhnen und so weiter. Und jetzt, ja, jetzt kommst du zum Punkt. Und ich möchte dich einbalsamieren ja, in diese so lange, Geschichte. Jetzt. Nein, ich möchte es dich einbalsamieren in Lavendelträume. Ja. Und in dieser schönen Umgebung. Hm. Damals. Ein tolles Restaurant, wo ich mir auch gedacht habe, ey, wenn ich deren Heiratsantrag machen würde, dann wäre das genau wieder hier, was weiß ich, ein paar Jahre später an diesem Ort, in diesem Restaurant. Ne? Und dazu ist es jetzt nicht gekommen, aber der Sommer war super und draußen gesessen und da war in so einer Ecke, hat so ein Typ Gitarre gespielt. Mhm. Ne? Gut Gitarre gespielt. Normalerweise, wenn man irgendwo sitzt und ein Typ packt eine Gitarre aus, denke ich, oh ne, bitte nicht. Ne? Aber der war super. Richtig gut und sah auch noch aus wie Johnny Depp dabei. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich und jetzt kommt die Story und dann hat sich deine Freundin in den Typen verknallt. Nein! Und du bist mit deinem Metal-Shirt nach Hause gefahren.
War das die Story? Ist das die Story? Nein. Okay, dann erzähl weiter. Du bist so eine Ratte. Warum torpedierst du diese schöne Story so? Ja, weil ich will jetzt mal, jetzt muss der Spannungsbogen mal platzen. Weil Stefan, du hast... Da muss jetzt was passieren. Stefan, du hast... Ich will jetzt hier Drama. Du hast eben 50 Mal mir deine Finger ins Gesicht gehalten. Nein! Und das habe ich auch ertragen. Diese fürchterliche Scheiß-Story, wo du quasi Kinder auf dem Spielplatz durch den Wolf gedreht hast. Ja, okay. Und jetzt haben wir hier mal ein bisschen... Das ist jetzt einfach mal eine Erwachsenen-Story. Das ist zart und bitter. Das ist jetzt einfach mal eine andere Art von Geschichte. Okay. Ne? Yeah. Und lass dich einfach mal drauf ein. Und da hat dieser... Das war so ein Typ, der hat da mit ein paar Leuten auch gesessen, hat dann da Gitarre gespielt und schon richtig gut und hat da auch so ein paar Lieder so gecovert, ne, in seiner eigenen Art und Weise, und hat dann so ein Lied gespielt, was wir nicht kannten, das war was Französisches, aber ich habe mir gedacht, boah, es klingt super gut. Ja. Ich frag den nachher mal, was das für ein Lied war, was er da gespielt hat, und das will ich wissen. Ey, ne? Darf ich mal? Ja. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Was? Das war irgendwie so ein, der so, ja, das habe ich selbst komponiert, und dann war das irgendwie so. Nein, das war kein. So ein Mega-Hit von, und dann irgendwann, und dann war das so der junge Gainsbourg, weißt du? den noch keiner kannte, und dann irgendwann. Wie heißt der Gainsbourg mit Vornamen? Jacques Gainsbourg. Heißt er so? Keine Ahnung. Der war doch mit der Gainsbourg. Bilkin, Jean Bilkin. Brigitte Bardot. Auch, aber auch mit der anderen. Danach war er noch mit einem anderen zusammen. Ja, der hat doch dieses Lied, Je t'aime. Ja. Ist auf der Liste drauf, wenn nicht, packen wir es nochmal drauf. War das das Lied? Nein, das war das nicht. Okay, dann erzähl weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe nachher mal zu dem und frage ihn, was er da gespielt hat. Dann hören wir uns das mal an, weil... Ja. Ne? Und dann guckt sie dann auch, ja, kannst du ja machen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja so ein Typ, der hier einen Auftritt hat. Und dann hat sie dann schon so, hä? Das war einfach ein Typ, der so gesessen hat. Ne? Da habe ich gesagt, nee, der hat da einen Auftritt. Da steht ja auch so ein extra Schild mit seinem Namen und so. Ne? Also er saß da so in so einer Ecke und da war so mit Kreide geschrieben so eine Tafel. Die hing da so. Und da stand was auf Französisch natürlich. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, da steht sein Name und dass er da heute auftritt, so, was weiß ich, Stefan Kern ab 20 Uhr spielt Lieder auf seiner Gitarre. Ja, so ja. Sah das für mich aus. Ja. Und da hat sie da auch geguckt und meinte, hey, was meinst du denn jetzt? Und dann, ja doch, da steht doch sein Name. Und dass er da einen Auftritt hat. Da steht doch Amis Fumer Auftritt, bla bla bla. Ich gehe dann nachher mal hin und sag hier, hey Amis, sorry, kann ich mal. Und dann lacht sie so und sagt, warum lass denn jetzt? Kann doch sein, dass der so heißt, und das steht, wird das doch heißen, oder? Ja. Und da habe ich schon gedacht, nee, das ist es wahrscheinlich nicht. Und ich wollte dann wissen, warum lachst du denn jetzt? Und sie hat sich kaputt gelacht und guckt dann da. Und dann, deine Freundin. Ja, genau. Ja. Und dann, ja, kannst du gern hingehen und kannst ihn fragen, aber er heißt nicht Amis. Ne? Er heißt ja nicht Amis Fumer oder so. Und wir haben dann so, und ich musste halt lachen, weil sie so lacht. Und dann hat sie dann halt gesagt, ey, das ist ein Schild, da steht einfach nur drauf, liebe Raucher, das hier ist die Raucherecke. Ne? Und Amis Fumer heißt ja, stimmt, Fumer heißt Rauchen. Ja, und Amis heißt irgendwie sowas wie liebe Raucher. Ach so. Ja. Und ich habe dann, ich habe es jetzt auch falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich Amis de Fumer. Nee, ja, ich habe es. Freunde der Raucher. Hier, so heißt das. Ich habe es aufgeschrieben. Amis Fumer, ja. Amis heißt Freunde und Fumer heißt Rauchen, das stimmt. Und, also Raucherfreunde. Ja, und das war dann halt so irgendwie so. Und du dachtest, das ist der Name von dem Spiel. Ja, und das war halt so lustig, dass wir halt darüber geredet haben, dass ich dachte, der wird so heißen. Amis, es hört sich auch an. Und stimmt, der Name ist voll gut. Ja, ne? Amis Fumer. Ja, und. Ja gut, das kann man aber schon, wenn man jetzt nicht super Französisch kann. Amis Fumeur? Total. Und ich bin heute Abend, 20 Uhr, zu Amis Fumeur. Er geht auf die Bühne und raucht für euch einen ganzen Abend lang eine Packung Marlboros. Live vor Publikum. Ja, so ungefähr. Zieht sie eine nach der anderen weg. Und jetzt ist die Story auch gleich zu Ende. Ja. Ich bin dann noch zu... Aber deine Freundin, fand die dich dann so mega dämlich? Nein, sie fand dich total... aus Ahrweiler, der es einmal in seinem Leben über die Stadtgrenze geschafft hat. Oder eher so, ach wie süß, sie wie fand, niedlich. Sie fand mich total süß und das war lustig. Okay. Ja. Und ich bin dann auch später zu ihm hingegangen und wollte wissen, was er da für ein Lied
gespielt hat. Ja. Ja. Und da meinte er, ja, freut mich, dass ihr es gefällt. Das ist von einem französischen Raucher? Rapper. Rapper, ja. Der heißt Soprano. Ja. Und das Lied heißt Ruhl. Ja. Also Ruhl im Sinne von drehen, ja. Rollen. Ja? Und es okay. geht irgendwie darum, dass er mit seinem Auto so durch die Stadt fährt. Deswegen heißt das Lied Ruhl. Und so nachts. So rumcruisen. Ja, so in der so, Richtung. Und so ein bisschen rum. Ja, aber es ist ein ganz reduziertes, tolles, geiles Lied. Cool. Und dann haben wir das, habe ich das dann aufgeschrieben und wir haben das dann auf Spotify gesucht und gefunden. Und dann sind wir dann. Wie lange ist denn das her? Ist doch 30 Jahre her, oder? Ja, es war 2017. Ja, gut, das ist noch nicht ja, so lange. Ja, da hat man schon Spotify gehabt. Ja, ja. Ja. Und dann haben wir das dann auf im Auto gehört. Und das war dann aber so. Aber 2017 kannte ich dich da schon? Nee, ne? Doch. Echt? Über wann, wie alt ist dein Sohn? Wann ist der geboren? 2015. Und ich glaube, ich war auch auf, ich war dein Trauzeuge und sowas. Ja, ne? Stimmt. Na, ey, dann kannte ich ja sogar diese Freundin, mit der du unterwegs warst. Ja, kann schon wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich, ja. Okay. Und dann war das so unser, aber wir waren jetzt nicht lange zusammen. Ja. So, ne? Aber das war dann unser Song, so für diesen Urlaub. Mhm. Und das war für mich oder für sie bestimmt auch so was Besonderes, dass wir so eine Situation und dann sogar noch so ein Lied da so mit rüber gerettet haben, so in den ins normale Leben. Ja. Und wenn ich dieses Lied höre, bin ich natürlich auch voll in dieser Situation. Ja. Du riechst den Lavendel wieder. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt seitdem nicht mehr gehört, aber ich weiß, dass dieses Lied genauso das und auslösen das würde. Das kommt jetzt hier. Ja, und ich habe halt in unsere Playlist. Das kommt in die Playlist und ich habe aber auch lange überlegt, ob ich das hätte ich ja schon in der ersten Folge machen können, die wir 2018 gemacht haben. Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Song überhaupt mit der Playlist teilen möchte und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ja. Das hat Olli Schulz auch schon mal ein paar Mal gesagt. Der hat da so ein paar Sachen, die erzählt er einfach nicht. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt ist es soweit. Genau. Du bist auch, mittlerweile hast du die Reife und kannst damit emotional auch so umgehen, dass du diese schöne Erlebnis teilen kannst, ja, genau, oder? Genau. Tu mir nur bitte einen Gefallen, wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist. Ja. Und nicht entziffern kannst, was da steht, ruf deinen Telefon-Joker an und ruf mich an, den alten Stevie, den alten Franzosen. Und ich übersetze dir dann. Das werde ich machen. Vielen Dank. Es gibt auch keine Roaming-Gebühren. Du kannst ja einfach schnell anrufen und sagen, Stevie, erzähl mir mal, was hier steht, ami fumeur. Was heißt das? Vielen. Damit du dich nicht noch einmal blamierst. Vielen Dank, dass du dich da bereit erklärst. Das bedeutet mir auch sehr viel. Ja. Und das sind jetzt genau die richtigen passenden Abschiedsworte. Absolut. Für so eine schöne Folge von Tendre et Amer. Tendre Wir sind ja total frankophil. Ne? Absolut. Du bist dreiviertel Franzose, ich bin ein halber Franzose. Ey, Frankreich ist 300 Kilometer. Ja, ach, es ist einfach. Wir müssen nur mal kurz hier 2 Stunden auf die Autobahn und dann sind wir. Viele Grüße nach Frankreich. Ihr seid unsere liebsten Nachbarn. Wir bewundern euch natürlich, aber wir wissen, dass ihr uns verachtet, aber. Nein, überhaupt nicht. Deutschland ist mittlerweile total beliebt, ne? Ach, die Zeiten sind nicht mehr so wie damals. Nach dem Krieg, wo die Deutschen so verhasst waren, mittlerweile sind die Deutschen eigentlich. Ja, aber wir bewundern wirklich die Franzosen, oder? Für ihre Art. Klar. Einfach, ne? Das Essen. Ja. Die Sprache. Ja. Der Fußball. Die Provence. Das können wir aber die auch. Die Schlösser, gut. Loire. Fußball. Das Einzige, was ich scheiße finde, ja. Die ganzen Atomkraftwerke. Okay. Schaltet sie bitte ab. Dann, und baut sie nicht immer an die Grenze nach Deutschland. Ja, dann würden wir euch wirklich wenn Westwind noch mehr. Ist, ne? Alles schön nach Deutschland. Okay. Okay. Alles klar. Outro. Das war's mal wieder, Michael. Es war wunderschön mit dir. So wieder. Richtig, Adios. Richtig toll. Wie sagt der Franzose? Adieu. Adieu, adieu. Und solange ich das Outro suche, was bei mir ja immer erfahrungsgemäß ein bisschen dauert. Was passiert dann bis dahin? Bis dahin kannst du mir noch sagen, Stevie. Es war mal wieder schön mit dir. Okay, Stevie, es war wundervoll mit Perfekt, dir. Perfekt, jetzt habe ich es auch gefunden. Okay. Zart und bitter.
zart und bitter. Zart und bitter.